So, ich begrüße Sie also nochmal recht herzlich. Es tut mir leid für die kleine Verspätung. Wir hatten ein technisches Problem mit dem Installer. Irgendwie wollte das Meeting nicht starten, aber jetzt sind wir ja alle zusammen. Heute geht es um unser Parallels Core Training, also das Parallels Remote Application Server Admin Training, worüber Sie auch die Informationen bekommen, die Sie für einen Zertifizierungstest brauchen. So, wir schauen mal hier in unsere neuen Folien rein. Unsere Objectives, unsere Ziele für heute sind auf jeden Fall einen Überblick zu bekommen über die Parallels Remote Application Server High Level Architecture. Das heißt, wir gucken uns mal an, welche Komponenten haben wir, was ist alles wichtig und vor allen Dingen, wie funktionieren die Komponenten alle untereinander, dass Sie da ein sehr gutes Gefühl und einen sehr guten Eindruck bekommen, welche ja, Dienste, Agenten und so weiter wichtig sind. Dann werden wir gleich eine Installation besprechen. Also mein Testserver ist natürlich schon fertig. Normalerweise, wenn wir solche Trainings vor Ort machen in entsprechenden Schulungszentren, dann hat natürlich auch jeder seine VM, seinen PC, wo er damit arbeiten kann und kann dieses Setup selbst ausführen. Aber heute in Zeit der Online-Meetings gucken wir quasi auf mein System, was allerdings schon installiert ist. Aber vertrauen Sie mir, der Installer, der hat 147 MB und letzten Endes ist es eine MSI-Datei, die wir doppelklicken und sagen weiter, weiter, fertig. Alles Weitere wird dann in der eigentlichen Konsole konfiguriert. Konfiguriert heißt, wir schauen uns auch an, welche Core- oder welche RAS-Komponenten gibt es und wie werden diese entsprechend konfiguriert. Wir haben additional features, also entsprechende Funktionen, die vielleicht auch von, was der eine oder andere von älteren Versionen her noch kennt, neu hinzugekommen ist. Wir haben gerade jetzt die Version 18.1 released und wir werden uns ein Stück weit auf das Examen oder auf ein mögliches Examen, diese Zertifizierung, wo ich gerade sprach, vorbereiten. Unser Marketing wird im Nachgang auch eine entsprechende E-Mail an Sie senden. Da sind nochmal sämtliche Dokumente, Dokumentationen, Administrationshandbücher und natürlich dieser Link zu dem Online-Examen hinterlegt. Kursüberblick. So sieht das Ganze von der Timeline für heute aus. Auch das ist natürlich durch unsere Online-Methode extrem, extrem eingedampft. In der Regel hatten wir hier on-site circa 6 Stunden. Natürlich geht man dann gemeinsam erstmal einen Kaffee trinken. Dann werden die Räumlichkeiten inspiziert. Wo haben wir die Toiletten und, und. Und dann wird noch Mittag gegessen. Das Ganze dampfen wir ebenfalls zusammen, sodass wir heute nur noch auf eine 3 Stunden mit kurzen Pausen kommen. Je nachdem, wie schnell wir sind, kriegen wir das auch in 2,5, also maximal 3 Stunden bewerkstelligt. Lecture and Demo, ne? Das heißt, wir werden hier zwischendurch immer auf meiner lokalen VM in meine Demo-Umgebung reinschauen. Trainingsmaterial, es gibt es Lab-Manual, Training-Manual zum Self-Study. Das ist, wie gesagt, von unserem Marketing nachher versandt. Und das Ganze wird aufgenommen. Ich habe es gerade Recording gedrückt, sodass Sie auch im Nachhinein die Möglichkeit haben, diese Datei auch nochmal herunterzuladen und sich anzuschauen. Ja, Informationen zu diesem Exam-Partner bzw. Parallels RAS Certifications, das finden Sie im Partnerportal. So sieht das Teil aus. Und dann kann ich hier zum einen ein Training bekommen und kann zum anderen dann auch mein Examen durchführen. So, es gibt weiterführend noch ein sogenanntes Advanced RAS Training Course, das heißt ein TPA. Und da geht es um die Themen Multi-Tenancy, Azure AD and SAML, also die SAML-basierte Web-Authentifizierung, Azure VDI and WVD. Man müsste es eigentlich schon wieder umbenennen, weil Microsoft jetzt gesagt hat, es heißt nicht mehr WVD, sondern es heißt jetzt AVD. Der Azure Virtual Desktop. Dann haben wir Advanced Troubleshooting, Cloud-Based Load Balancing und vieles, vieles mehr. Soll heißen, das ist dann auch ein Stück weit offene Diskussion, wo man auch einen Erfahrungsaustausch hat.
Genau, ganz wichtig, auf unserer Webseite über parallels.com/RAS haben Sie immer die Möglichkeit, auf unsere Knowledge Base zuzugreifen. Da kann man oben im obersten Menü einfach auf Support klicken und entsprechende Dokumentationen finden Sie auch sehr gut auf unserer Webseite beschrieben. Gut, kommen wir erstmal zu den Core-Funktionen von Parallels Remote Application Server. Das sind zum einen natürlich die Application and Desktop Delivery. Ja, also wir haben mit Parallels Remote Application Server alle Methoden der Bereitstellung vereint. Das können einzelne Applikationen sein, das können komplette Desktops sein. Und diese Desktops können eben von einem Terminal-Server, von einer VDI oder gar von einem Remote-PC kommen. Das heißt, das ist eine ganz vereinte und vor allen Dingen auch vereinfachte Lösung. Für alles, was ich in der Administrationskonsole mit meiner Maus bediene, die Maus bewege und klicke, haben wir eine entsprechende PowerShell-API. Das heißt, alle Freunde unter uns, die gerne skripten, die gerne automatisieren, können mit unserer sehr gut dokumentierten PowerShell-API, ebenfalls auf unserer Webseite zu finden, können hier alles automatisieren und skripten. Ja, es geht weiter mit einem Universal Printing, also ein universelles Drucken. Das heißt, auf allen Hosts, Terminal Server, VDI, Remote PC, wird ein universeller Druckertreiber installiert, mit dem mir ein Ausdruck auf dem Endgerät auf jeden Fall gelingen wird. Das heißt, ganz gleich, ob der User, ob der Mitarbeiter von seinem Apple AirPad, Entschuldigung, iPad drucken möchte über AirPrint, das ist diese Technologie, die Apple da einbaut. Das funktioniert genauso, als wenn der User in seinem Homeoffice einen Mac benutzt und seinen Homeoffice-Drucker ansteuert oder ob er in der Firma an einem Windows-PC oder Laptop sitzt und einen entsprechenden Drucker im Firmennetzwerk ansteuert. Die Lösung als Ganzes ist Cloud-ready, das heißt, wir funktionieren auf einem Windows-Server und uns ist natürlich ganz egal, wo dieser Server läuft oder liegt, ob der auf dem Blech installiert ist, ob der in Ihrem Datacenter im Keller virtuell installiert ist oder ob er in einer der großen Public Clouds oder Private Clouds gehostet wird. Die Möglichkeit eines Load Balancings ist gegeben, das heißt, wir haben hier über ein Web Load Balancing, den wir auch anbieten. Man kann hier aber auch jeden anderen Load Balancer nutzen, Stichwort Camp F5 oder einen Netscaler. Haben wir hier die Möglichkeit, Parallels Remote Application Server hochverfügbar abzubilden. Notification and Scripts, auch ganz klar. Ich kann alles Mögliche über Alarme definieren. Schwellwerte von Terminal-Server-Gruppen sollen einen Alarm auslösen, indem es vielleicht eine E-Mail an mein Helpdesk sendet. Achtung, da ist was kritisch. Oder einfach direkt ein Skript ausführt, was irgendeinen Befehl ausübt. HTML5 fähig, das heißt, unsere Portal-Anmeldemaske, webbasiert, ist eine HTML5-Maske. Und in dieser Webseite werden alle Published Applications oder Desktops ebenfalls dargestellt. Das heißt, der User braucht gar keine Software auf seinem privaten Endgerät zu installieren, sondern er könnte über einen gängigen Webbrowser, in der Tat sind heute alle HTML5 fähig, auf Applikationen oder Daten zugreifen. Es gibt ein Client Management, es gibt eine Auto-Provisioning and Scaling. Das schauen wir uns nachher mal an, wenn wir von Terminal-Servern sprechen, Terminal-Server-Gruppen sprechen. Das ist genauso relevant auch für die ganzen Cloud-Themen. Das heißt, Auto-Provisioning und Scaling. Hier wird über Schwellwerte definiert, ob und wann weitere Terminal-Server oder weitere VDI geklont werden und hochgefahren werden. In dem Moment natürlich, wenn die CPU eingeschaltet ist, glühen und somit Geld verbrennen. Und ab einem gewissen Schwellwert soll das natürlich wieder rückgängig gemacht werden. Das heißt, ist die Last geringer, dann fange ich an, Terminal-Server leerlaufen zu lassen und diese auszuschalten. Oder wird eine VDI in Azure nicht benutzt, soll die natürlich auch runtergefahren werden, um wiederum meine Kosten in der Cloud zu senken. Multifactor Authentication, Containerized Application Client Policy haben wir hier.
Also selbstverständlich unterstützen wir das an der Stelle. Multifaktor kann ich mir in der Konsole direkt auswählen, ob ich hier einen zweiten Faktor mit DeepNet, SafeNet, einem klassischen Radius-Server, Microsoft Authenticator, Google Authenticator fahren möchte. Containerized Applications, ja, AppV-Integration oder es gibt viele, viele Hersteller, Docker. Solange die Applikation eine Exe hat und auf einem Terminal-Server oder VDI läuft, kann ich die natürlich publizieren und freigeben. Client Policy gucken wir uns nachher an. Richtlinien für meine Endbenutzer, die von verschiedensten Endgeräten kommen. Das kann ich entsprechend checken. Kommt der User von intern, dann darf er vielleicht drucken und Laufwerke benutzen. Kommt er von extern über mein DMZ-Gateway eingewählt, also in der DMZ-platzierten Gateway eingewählt, könnte ich entsprechende Richtlinien definieren, dass er plötzlich nicht mehr drucken darf und auch keine Dateien auf seine lokale Festplatte kopieren darf. Session Pre-Launch, das ist eine Technologie, die derzeit dem Windows-Client, ich sag mal, reserviert ist. Das kommt mit dem Macintosh-Client noch nachgeliefert. Hier wird das Benutzerverhalten analysiert. Und angenommen, der Client stellt fest, der Stubel kommt montags morgens um 9 ins Büro, dann fängt er auf dem Terminal-Server einfach an, für den Stubel schon mal die Session zu starten und meine Applikationen zu starten. Das heißt, wenn ich dann wirklich im Büro bin und ich auf meinem Client auf Anmelden drücke, lande ich schon in der zuvor bereiteten, vorbereiteten Sitzung. Das heißt, ich mache quasi einen technischen Reconnect in eine Session, die parallel zuvor schon für mich aufgebaut hat, basierend auf meinen üblichen Gewohnheiten. REST API, die REST API, das ist genau wie unsere PowerShell API, eine API, die wir halt auch zur Verfügung stellen und damit jede Menge Möglichkeiten mir gibt. Granular Permissions, SAML, SSO, Multi-Tenant Architecture, Microsoft Azure, das fasse ich jetzt einfach mal zusammen, können wir auch. So, unser Aim, unser Bestreben ist natürlich auch, die Total Cost of Ownership zu reduzieren. Das soll zum einen die Entspannung für den Mitarbeiter, aber vor allen Dingen auch für den IT-Administrator bedeuten. Wir haben ein einziges Lizenzmodell. Es gibt quasi nur eine Edition parallel SaaS, kein Gold, Silber oder Platin oder ähnliches. Es gibt nur eine Administrationskonsole. Es gibt nur ein Preismodell, dadurch, dass wir auch nur ein Lizenzmodell haben. Und somit ist wirklich ich sag mal, Betriebskosten, IT-Infrastrukturkosten deutlich geringer, weil wir eine geringere Komplexität haben. Das heißt, ich brauche kein zehnköpfiges Administratorenteam, um solche Lösungen zu betreiben. Ich brauche keine weiteren Add-ons, weil wir in der Tat alles mitliefern. Selbst der Web-Load Balancer, den wir da vorstellen können, der ist zum kostenlosen Download und zur kostenlosen Nutzung mit im Preis, mit im Produkt inkludiert. Aber wir gucken uns mal in unserer Section 1 unsere Base Architecture and Components an. Dafür machen wir noch ein bisschen PowerPoint an der Stelle. Wir haben hier unsere wirklich High-High-High-Level Architecture abgebildet. Es macht natürlich immer Sinn, wenn wir irgendwie in Richtung Produktion denken, einen Parallel-Server hochverfügbar auszustatten. Das heißt, ich hoffe, man sieht meine Maus. Ja, ich mache den Zeiger was größer. Wir reden in allen Dokumenten überall immer von einem sogenannten Publishing Agent. Der hat dieses Symbol und das ist unser Controller. Aktuell denkt unser Produktmanagement darüber nach, dass dieser Publishing Agent wohl umbenannt wird, also die Komponente umbenannt wird, dass offensichtlicher und klarer zu sehen ist, das ist ein Controller. Es sieht danach aus, als würde das Wort Controller in dem Naming, in dem Wording Platz finden. So, Hochverfügbarkeit, Stichwort. Deshalb sehen wir hier entsprechend zwei PAs. Die werden bei uns in allen Dokumenten als PA, Publishing Agent, abgekürzt. Die sehen wir hier oben. Die kommunizieren natürlich auch untereinander. Deshalb hier dieser kleine rote Pfeil in beide Richtungen.
Wir sehen weitere Komponenten. Wir nennen das Teil Secure Client Gateway. Sehr gerne mit SCG in sämtlichen Dokumenten abgekürzt. Auch hier sehen wir zwei. Und in dem Moment, wo ich zwei Gateways habe, muss ich natürlich für meine Clients, für meine User, die wir hier auf der linken Seite sehen, User 1, 2, 3, 4, muss ich einen einheitlichen Zugriffsweg schaffen. Ja, wenn wir uns das vorstellen, die Webseite der Commerzbank ist natürlich auf mehreren wahrscheinlich Apache-Servern gehostet. Trotzdem gebe ich ja nur www.commerzbank.de ein und nicht Server 1.commerzbank.de und Server 2.commerzbank.de. Das heißt, wir haben hier die Aufgabe, sobald ich das Ganze hoch verfügbar baue, eine VIP, eine virtuelle IP-Adresse irgendwo im Vorfeld zu definieren und die binde ich auf einem Load Balancer. Denn ein Webinterface muss ich dann Load balancen. Deshalb haben wir hier vorne einen High Availability Load Balancer mit diesem schicken Symbol. Das ist die eben von mir angekündigte Load Balancer Appliance, die wir ebenfalls anbieten. Wir kürzen dieses Teil HALB oder HALB ab. Das ist unser High Availability Load Balancer. Im Hintergrund sehen wir hier RDSH, die Remote Desktop Session Hosts. Das können natürlich auch mehrere sein. Darauf läuft verschiedenste Software, die ich entweder einzeln als Applikation freigebe oder vielleicht als Terminal Server Session Host Desktop. So, User 1 möchte gerne eine Applikation oder einen Desktop starten. Das heißt, er startet seinen Parallels-Client auf seiner Maschine. Dieser Parallels-Client connectet sich an die VIP-Adresse des Load Balancers. In der Regel Kommunikation 80443. Der Load Balancer übergibt an das dahinterliegende Secure Client Gateway. Das Secure Client Gateway spricht mit unserem Controller, dem sogenannten Publishing Agent, und der User kann sich anmelden. So. Die Anmeldung verifiziert der PA, der Publishing Agent, mit meinem Active Directory. Und das Active Directory übergibt dem PA dann wiederum, ja, alles klar, User ist authentifiziert, das passt soweit. So, wenn diese Anmeldung, die Authentifizierung erfolgreich vonstatten gegangen ist, bekommt der User eine Applikationsliste. Das Ganze wird im Parallels Client dargestellt und da haben wir dann unser SAP-Icon, unseren vollen Desktop, den er nutzen möchte, was auch immer. Und je nachdem, was sich der User jetzt auswählt an Applikation, leitet das Secure Client Gateway den User an einen entsprechenden Terminal Server im Backend weiter, wo die von ihm angeforderte Applikation drauf installiert ist und freigegeben ist. Denn wir müssen uns ja auch vorstellen, dass ich vielleicht verschiedenste Terminal-Server-Gruppen, Worker-Groups habe, die eben verschiedene Subsets an Applikationen halten. Und so haben wir hier schon die erste Kommunikationsmatrix, wie dieses Arbeiten vonstatten geht. Der User 2 öffnet seinen Parallels-Client, der ebenfalls auf die VIP des Load Balancers geht. Load Balancer sagt, alles klar. Ich load balance dich auf das zweite Secure Client Gateway. Auch hier spricht das Secure Client Gateway, wie eben skizziert, kurz mit dem PA. PA übernimmt die Authentifizierung mit dem AD. Alles klar, durchgewiesen. Und danach öffnet der User seine Applikation und landet in dem Fall jetzt auf Server Nummer 2. Das Ganze können wir hier wunderbar durchspielen, ja, bis das letzten Endes hier alles vonstatten gelaufen ist. Wir können als Workload nicht nur Terminal Server anbinden, sondern wie hier auch skizziert, VDI, also virtuelle Desktops, die auf meinem Hypervisor arbeiten, Entschuldigung, nicht arbeiten, sondern liegen. Und die ganze Koordination übernimmt natürlich auch hier der Publishing Agent und weist den User dann auf seinen virtuellen Desktop, der da irgendwo gehostet wird. Das soll wirklich ganz High Level die Architektur darstellen. Genauso kann dieser User natürlich nicht nur im Büro sitzen, sondern vielleicht auch vom Homeoffice. Deshalb hier mal ganz kurz die Wolke skizziert. Das heißt, ich kann das Ganze natürlich auch im Internet veröffentlichen.
Sicherheitstechnisch muss ich mir keine Gedanken machen, weil wir sprechen natürlich 443 SSL verschlüsselt zum Client. Und hier haben wir die Public IP und ich könnte entsprechend das Ganze sogar mit einer Zwei-Faktor-Lösung abbilden. So, in dem Moment, wo ich das Ganze für meine Homeoffice-Benutzer bereitstelle, habe ich vielleicht eine sogenannte Bring Your Own Device Policy. Das heißt, ich kann gar nicht mehr Sorge tragen, von welchem Endgerät der User sich verbindet. Das ist ja sein Bring Your Own Device. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass meine Business-Applikation zwar funktioniert, die ist ganz bestimmt Windows-basiert, aber von welchem Endgerät der User zugreift, kann ich und möchte ich vielleicht gar nicht mehr steuern. Wir sehen es hier, er kann von einer Windows-Workstation, einem Chromebook, einem Mac, oder von einem iPad zugreifen. So, Scaling RAS. Die einfachste Art und Weise, und das muss ich Ihnen wirklich gestehen, würde ich keinem Kunden empfehlen. Das ist eine feine Sache. Es ist eine feine Sache, wenn ich einen Proof of Concept mache, wenn ich das Ganze mal vertesten möchte. Ich tue das Ganze selber in der Tat hier auf meiner lokalen Demo-VM auch, aber nur aus mangels Ressourcen auf meiner Maschine. Aber für eine wirkliche produktive Umgebung würde ich das, was wir jetzt hier besprechen, nicht empfehlen. Technisch ist es machbar, einen sogenannten All-in-One oder Single-Server-Installation zu betreiben. Soll bedeuten, mein Parallel-Server, der ja die Rolle des Publishing Agent und des Secure Client Gateways beherbergt, könnte auch der Terminal-Server sein. Und im allerschlimmsten Fall kann dieses Teil sich auch noch an meinen Hypervisor connecten und dort VDIs bedienen. Aber wir müssen uns vorstellen, meine Firma wächst vielleicht plötzlich. Und dann habe ich mehr als 15, 20 User, die ich nicht mehr mit meinem einen Terminal-Server bedienen kann. Das heißt, ich fange an, einen zweiten Terminal-Server bereitzustellen. Diese beiden Terminal-Server sind aber nicht mehr gleich. Auf dem einen laufen noch die RAS-Komponenten als Overhead und der andere Terminal-Server hat vielleicht dieselben Systemressourcen, aber hat halt diese ganze RAS-Overhead nicht mehr. Das heißt, es ist vom Wachstum, von der Skalierung das Schlimmste, was ich anbieten kann. Wie gesagt, es funktioniert für Demozwecke gerne. Deshalb gehe ich hier mal schnell drüber hinweg. Und ja, hier haben die Kollegen es auch extra reingeschrieben. Quick Perform Functional Testing, Test and Development Environments, Small Environments, where Cost is more important than Resiliency. Ja, genau in solchen Situationen kann ich das vielleicht machen. Aber wir schauen uns das direkt an, wie man es richtig macht. Ich würde persönlich immer dahingehend beraten, dass wir einen Load Balancer bauen, dass wir dedizierte RAS-Server auswählen, also zwei virtuelle Maschinen, worauf der PA und das SCG installiert wird. Somit habe ich zwei PAs und zwei SCGs. Und dahinter habe ich dann einen Hypervisor und darin liegen meine dedizierten Terminal-Server oder meine dedizierten VDI-Desktops, Windows 10-basierte Desktops. So, da kann ich entsprechend skalieren, denn wenn ich dann mehr User habe, füge ich einfach, da es ja im besten Fall eh alles virtuell ist, einen vierten Terminal-Server in meine Lastverteilung hinzu. Wir schauen uns später an, wie das Ganze auch vollautomatisiert funktionieren kann, wenn wir dann vom Thema VDI, also Cloning-basiertes Prinzip sprechen. Ja, wie eben gesagt, unser Anspruch wäre tatsächlich oder unsere Empfehlung wäre tatsächlich Split of RDS-Hosts for better performance. Also die Parallelserver sollten nicht die Rolle des Terminal-Servers innehalten. Das hier ist das perfekte Schaubild. Hinsichtlich Skalierung, der HALB, also unser Linux-basierter Load Balancer, der ja hier jetzt davor skizziert ist, der unterstützt bis zu 2000, ungefähr 2000 aktive Sessions.
Ich denke mal, wenn wir einen Kunden haben, wenn Sie einen Kunden haben, der in dieser Größenordnung oder bis zu dieser Größenordnung agiert, dann sind wir absolut fein, wenn dieser Kunde unseren HALB als Load Balancer benutzt. Ist das allerdings ein Kunde, der mehr als 2000 aktive Sessions plant oder haben wird, dann kommen wir, um ganz ehrlich zu sein, mit diesem kostenlosen Linux-basierten HALB Load Balancer an die technischen Grenzen. Das heißt, hier würden wir auf jeden Fall zu einem Third-Party-Produkt empfehlen. Das kann dann der Camp Load Balancer, der F5 Load Balancer sein oder vielleicht ein NetScaler. Das ist ja auch ein eigenständiges Produkt. Ja, aber wirklich nur vom Sizing bis 2000 Connections kann der HALB bedienen. Ja, was ist, wenn ich jetzt über 2000 habe? Wie gesagt, baue ich mir einen anderen Load Balancer davor, der das eben kann. Und dann habe ich die Möglichkeit, die dahinterliegenden SCGs, die Secure Client Gateways, die können nämlich ein Vielfaches mehr. Ein Secure Client Gateway kann in der Tat bis zu 5000 Sessions bedienen. Das ist zumindest aus unseren aktuellen Load-Tests, die wir auch auf unserer Webseite veröffentlicht haben, auszugehen. So, und dann kann ich hier wunderbar skalieren. Da sehen Sie es schon mit entsprechenden Hypervisoren, Terminal-Servern und so weiter da hinten. Wenn wir jetzt in wirklich, wirklich großen Umgebungen planen, dann macht es in der Tat auch Sinn, die Rolle des Secure Client Gateway vom PA, vom Publishing Agent zu trennen. Bislang haben wir ja immer gesehen in den Schaubildern, dann war eine Server-VM, die die Rolle des PA und des SCGs innehalten. Und in absoluten High-Performance- oder Maximum-Performance-Umgebungen sollten wir dann auch darüber nachdenken, die einzelnen parallel zu Rollen zu separieren. Das haben wir hier auf dem Schaubild. Ja, es gibt zwei Server-VMs, die das SCG beherbergen. Es gibt zwei Server-VMs, die den PA beherbergen. So. Genau, hier haben wir auch nochmal einen weiteren Test. Also bis zu 7500 oder aktiven Sessions können wir auch mit unserer gesamten Umgebung hier hosten. Pro Site, wie hier dargestellt. So, ich habe dann die Möglichkeit, weitere Publishing Agents hinzuzufügen. Wir empfehlen maximal 3 Stück. Und wie hier unten nochmal der High-Level Load Balancer, High-Availability Load Balancer ab oder über 2000 bitte einen Third-Party Load Balancer verwenden. Die Anzahl der Terminal-Server VDI, die variiert natürlich und kann entsprechend oft geklont werden, je nachdem, was Ihr Hypervisor unterstützt oder wie viel Platz wir da haben. Im Bereich HALB oder unser eigener Load Balancer, da haben wir auch was optimiert. Vor der Version 18, also 17.0, 17.1, 17.3, da hatten wir die Möglichkeit, nur einen einzigen Load Balancer zu kreieren, zu erstellen, und der war immer site-basiert. Das Ganze haben wir mit Version 18 verbessert, nämlich Version 18 und höher ermöglicht mir multiple sets of HALBs. Each must have its own IP, WIP-IP. Das ist natürlich klar. So, das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir zum Beispiel einen HALB intern im Netzwerk zu definieren. Für meine ganzen PCs, die am Firmenstandort stehen. Und ich könnte mir eine weitere HALB-Appliance bauen und die zum Beispiel in meinen DMZ stellen.
Viele Netzwerkadministratoren lieben eine Linux-basierte Maschine in der DMZ im Gegensatz zu einer Windows-basierten Maschine in der DMZ. Also ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, für die, die auch vielleicht mit älteren Parallels-Versionen schon mal gearbeitet haben, früher konnten wir in einer Site nur einen einzigen Load Balancer bzw. ein Load Balancer Set konfigurieren. Mit 18 plus, alles neuer als 18, haben wir die Möglichkeit, mehrere zu definieren. Schickes Schaubild wird immer aufgeräumter, aber so könnte das Ganze aussehen. So, wir haben auch die Möglichkeit, mehrere Sites zu kreieren. In dem Moment, wo ich den ersten PA, den ersten Publishing Server definiere, installiere, installiert sich die Farm, die quasi die oberste Kontrolleinheit ist. Und in der Farm habe ich dann meinen ersten Standort, die sogenannte Site. Jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel ein weiteres Data Center habe, an einem anderen Standort, diese Ressourcen, die in dem Standort stehen, auch einer neuen Site zuzuordnen. Soll heißen, die Terminal-Server, die in Köln stehen, werden dann natürlich auch von einem Secure Client Gateway in Köln zugänglich gemacht und von einem Publishing Agent, der in Köln steht, kontrolliert. Und die User, die in Köln stehen, nutzen natürlich diese Site-Konfiguration und die User, die in Bonn arbeiten, nutzen dann die Bonner Site-Konfiguration. Eine solche Site-Konfiguration könnte aber beispielsweise auch genutzt werden, um, sagen wir mal, ich habe meine On-Premise-Installation, ja, mein Hypervisor im Keller, meine Server, die hier im Haus stehen. Und nur zu bestimmten Zwecken brauche ich aber auch noch weiteren Platz in irgendeiner Cloud. Dann miete ich mir was an in einer privaten Cloud oder in der Public Cloud, mache da ein Site-to-Site-VPN hin und eröffne dort meinen zweiten Standort. Auch das ist denkbar. So, eine Site besteht aus einem mindestens einem PA, einem Publishing Gateway, Publishing Agent. Dann brauche ich da ein Gateway in dieser Site, damit User auf Ressourcen in der Site zugreifen können. Und dahinter können natürlich wieder alle Darreichungsformen, alle Bereitstellungsformen liegen, wie hier Terminal Server, VDI, Remote PC. Also kurz gesagt, irgendetwas zur Freigabe. Der allererste PA ist der sogenannte primäre oder der Master und ist zuständig für die Parallels-Lizenzierung. Wir müssen uns merken, der Parallels-Server spricht mindestens einmal die Woche mit unseren Lizenzservern im Internet und reportet letzten Endes die Usage, also die Anmeldezahlen, wie viele User sich anmelden. Und diese Peak Usage, und das hängt auch wiederum mit unseren Lizenzierungsmodellen zusammen, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit einer SPLA, einer SPLA-Lizenzierung, also sowas wie Pay-as-you-go. Wenn ich in diesem Monat 165 Connections hatte, als Peak, als höchste Anmeldezahl, dann wird mir für diesen Monat auch nur 165 User berechnet. Habe ich im nächsten Monat aufgrund von Sommerzeit plötzlich nur noch die Hälfte an Connections, kriege ich natürlich auch nur die Hälfte berechnet. Das ist der technische Hintergrund, warum der Parallels-Server mit unseren Lizenzservern im Internet kommuniziert. Die Kommunikation ist natürlich auch SSL verschlüsselt und man kann es auf der Firewall auch definieren. Ich glaube, die Adresse ist license.parallels.com auf SSL. Gut. Die PAs müssen sich untereinander verständigen können. Deshalb sehen wir hier diesen schicken roten Pfeil. Wir brauchen also ein Site-to-Site-VPN, damit diese beiden Sites auch untereinander sprechen können. Das kann dasselbe LAN sein oder eben ein Connected VPN.
Wir haben die Möglichkeit, dass das alles, die Sites alle in demselben Active Directory sind. Sollte eine solche Site in einem anderen Active Directory sein, brauchen wir hier auf jeden Fall einen Zwei-Wege-Trust. So kann das Ganze aussehen. Wie eröffne ich eine weitere Site? Hier ein kurzer Screenshot von der Parallels-RAS-Konsole. Denn hier kann ich oben auf die Farm klicken, dann sieht man meine Site und dann gibt es rechts so einen kleinen Knopf mit einem Dropdown, da steht Tasks und da kann ich eine weitere Site hinzufügen. Sobald ich da auf Add klicke, kommt ein entsprechender Wizard hoch und der fragt mich dann nach der Serveradresse, auf die in der neuen Site die Rolle des Publishing Agents installiert werden soll. Und allein dafür ist dieses Site-to-Site-VPN schon nötig, denn wie gerade gesagt, die RAS-Konsole connectet sich dann an diesen Server, der die Rolle des PAs installiert bekommt. Wir haben ein entsprechendes Parallels License Management, das ist das My Account. Auf der Parallels Webseite einfach oben auf das Anmelde-Icon klicken oder tatsächlich eingeben myparallels.com, dann kommt man direkt in dieses Lizenzportal. So, hier in diesem Portal kann ich zum einen meine RAS-Lizenzen entsprechend einsehen, da sehe ich meine Farmen. Da habe ich vor allen Dingen die Möglichkeit, sogenannte Sub-License Keys zu erstellen. Das heißt, sollte ich irgendwann die Möglichkeit benutzen, die Möglichkeit brauchen, um eine Testfarm, einen Testserver zu betreiben, dann habe ich hier die Möglichkeit, mir einen weiteren Lizenzschlüssel, einen Unterschlüssel zu erstellen und damit meine Testfarm zu aktivieren. Genauso habe ich aber die Möglichkeit, zum Beispiel hier nicht nur meine Lizenzen zu verwalten, sondern auch ein Support-Ticket aufzumachen, wobei das auch tatsächlich aus der Parallels-Konsole hervorgeht. Sämtliche anderen administrativen Tasks, das ist immer ein Stück abhängig von meinem Level, was ich hier habe. Denn ich könnte zum Beispiel auch als Provider hier Lizenzen für meine SPLA-Kunden verwalten und administrieren. So, bevor wir jetzt in die Section 2 übergehen, kurzer Blick auf die Uhr. Wir haben 10 vor 12, das heißt, die erste Stunde ist schon fast rum. Ich würde sagen, wir gönnen uns gerade, ja, ich würde schon fast sagen, 10 Minuten Kaffeepause. Ich halte hier mal die Präsentation gerade an. Und dann würde ich sagen, hören wir uns um 12 Uhr, hören wir uns einfach wieder. So, da sind wir wieder zusammen. Ich muss nochmal hier den Recording-Knopf wegkriegen. So, da sind wir wieder zusammen und wir wollten uns die Core Installation und Configuration angucken in der Section 2. Ich habe es nicht geschafft mit dem Kaffee, weil natürlich, wie immer, wenn ich zu Hause mal einen Kaffee möchte, braucht die Maschine eine komplette Revision und Wartung, Wassertank leer, Satzbehälter leeren, Bohnen nachfüllen und so weiter. Also kurzum, es hat nicht geklappt bei mir. Ich hoffe, Sie hatten mehr Erfolg. Das heißt, wir gucken jetzt mal hier tatsächlich in die PowerPoint und danach in meine lokale Demo. Lab Configuration in den, ja, ich sag mal, Schulungszentren vor Ort sieht es folgendermaßen aus, dass wir immer einen Windows-Server
der Domänen gejoint ist, bereitstellen und einen zweiten Server bereitstellen und einen schon bereits importierten Halb. Bei mir sieht das Setup ein bisschen anders aus, wenn wir jetzt gleich hier in meine Demo schauen. Ich betreibe einen Server, der ist mein Domain-Controller und alles andere habe ich hier auf einem Parallel-Server virtualisiert. Aber so sehen die eigentlichen Schulungsunterlagen aus, beziehungsweise die eigentlichen VMs für diese Installation aus. Ganz wichtige Informationen oder Pre-Installation Steps: Join Active Directory, Static IP, Reserved IP. Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass es irgendwo eine Produktion ist, also produktive Umgebung ist. Das heißt, hier macht es immer Sinn, mit statischen Serveradressen zu arbeiten, statische IP-Adressen zu arbeiten. Und gerade wenn wir uns vorstellen, ein User authentifiziert sich gegenüber einem Parallel-Server und der Parallel-Server, wie eben in den Schaubildern beschrieben, leitet mich an einen dahinterliegenden Terminal-Server oder einen dahinterliegenden Remote-PC oder VDI weiter, dann macht es natürlich Sinn, dass ich hier denselben Usernamen nutze. Und somit ist auch schon vollkommen klar, dass wir für das User-Management oben drüber ein Active Directory brauchen. Und somit sollten natürlich alle Maschinen, die mit Parallels und Terminal Services und VDI und Remote PC haben, diesem einen Active Directory oder zumindest mit getrusteten Active Directories gejoint, also hinzugefügt sein. Follow Parallels RAS Best Practices. Ja, auch da haben wir sehr, sehr gute Dokumente auf unserer Webseite parallels.com/RAS. Und da findet man oben in der Menüleiste Resources, Documentation and Manuals. Und da ist alles wirklich sehr gut beschrieben. Weiterer Hinweis: temporär eventuell den Antivirus, den Windows Defender auszuschalten. Zeige ich gleich warum. Eventuell muss ich auch kurz die UAC, die User Account Control, deaktivieren. Letzten Endes aus demselben Grund. Und wenn ich diese beiden Sachen deaktiviert habe, dann habe ich die Möglichkeit, sämtliche Agenten über das Netzwerk auf meine Zielmaschine zu pushen. Denn wir hatten ja ganz kurz schon mal in der Konsole gesehen, ich habe die Möglichkeit, Terminal Server, VDIs und all solche Sachen oder einen weiteren PA, einen weiteren Publishing Agent über die Konsole hinzuzufügen. Was passiert technisch in dem Moment? Die Parallels-Konsole verbindet sich auf den PC, die VDI, den Terminal Server, und kopiert einen MSI-Installer dahin. Dafür muss natürlich die Firewall eingehend diese ganzen File-Sharing und Netzwerk-Discoveries zulassen. Hier TCP 135.445 und der 49.179. Wenn das nicht funktioniert, kann die RAS-Konsole den Installer nicht auf die gegenüberliegende Maschine bringen. Und somit kann ich natürlich auch diesen Agenten da nicht hinpushen. Und das ist der Grund, warum hier auf jeden Fall empfohlen wird und Best Practice ist, temporär Antivirus oder die Windows Defender zu deaktivieren und auch die UAC zu deaktivieren. Und dann können wir in den Genuss kommen oder in die Vorzüge des Parallels RAS Wizards, weil der nämlich diese ganze Installation für uns dann übernimmt. So, wie das Ganze aussieht, bevor wir nämlich hier in die Section 3 kommen, wir wechseln mal auf meine Parallels-Konsole. Das ist hier ein anderer Server, ein anderer Schreibtisch im Vollbild. Und ich sage mal Connect. Ich verbinde mich also hier mit meiner bereits schon fertig installierten Parallels-Umgebung. Wie gesagt, Setup ist wirklich MSI, doppelklicken, Setup weiter, weiter, fertig. Das war's und danach kommen wir zur Konfiguration. Sobald ich das Setup durchhabe und sich diese Konsole öffnet, habe ich hier oben eine Farm. Diese Farm kann ich per Rechtsklick erstmal umbenennen. Ich habe sie jetzt ganz charmant Demo Farm genannt. Das heißt, das wäre das Erste, was Sie hier tun können, das Ganze einfach umbenennen zum Kundennamen oder wie auch immer. Innerhalb der Farm gibt es dann den Standort, die Site.
Auch hier habe ich die Möglichkeit, Rename Site einfach diesen Site-Namen zu benennen. Bei mir ganz kreativ, das ist die Demo-Site. Und in dieser Site gibt es jetzt verschiedene Ressourcen, verschiedene Maschinen. Das Ganze ist hier ein bisschen gegliedert. Wir haben hier also die Terminal Server Session Hosts. Da gibt es bei mir den SRV2. Hier sehen wir auch schon, der ist eingeschaltet. Der hat 1% CPU-Last und 38% Arbeitsspeicherlast. Hier hinten bei Sessions sehen wir, da ist offensichtlich niemand drauf angemeldet. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir haben hier offensichtlich einen VDI-Provider. Ich habe ein Gateway und ich habe einen Publishing Agent in meiner Umgebung. Und wie Sie richtig sehen, läuft bei mir tatsächlich alles auf einem Server. Das ist alles der SRV2. Wir gehen mal auf den Tab Designer, den liebe ich. Und hier sehen Sie nämlich schon, wie meine Umgebung aufgebaut ist. Es gibt den Terminal Server. Es gibt hier den Virtual Desktop Host, also die Maschine, wo all meine virtuellen Terminal Server oder Windows 10 basierten VDIs liegen können. Ich habe jetzt keinen Remote PC hinterlegt, aber den könnte ich hier auch hinzufügen. Und hier sehen wir meine beiden wichtigen Parallels-Komponenten, bestehend aus dem eben schon vorgestellten Secure Client Gateway und dem Publishing Agent. Publishing Agent ist unser Controller, Secure Client Gateway ist unser Webserver. Was macht das Teil? Ich nehme mal hier meinen lokalen Browser und sage dem einfach, zeig mir mal, was auf Localhost läuft. Wir werden direkt umgeleitet. Wir machen hier also eine URL Redirection. Nämlich, ich habe hier einfach nur Port 80 HTTP Localhost eingetippt. Alles, was auf 80 bei uns auf dem Gateway landet, wird automatisch auf 443 HTTPS redirected und zwar auf die HTML5 Gateway Webseite. Dieses Gateway haben wir die Möglichkeit gegeben, anzupassen. Standardmäßig kommt das in einem schicken Parallels-Rot daher. Ich habe meins jetzt ganz bewusst mal angepasst, die Stark Industries als Logo eingepackt und das Farbschema geändert. Wie gesagt, standardmäßig ist es hier rot. An diesem Portal kann sich jetzt ein User, in dem Fall ist das Tom, mein Testbenutzer, kann sich hieran anmelden. Und in diesem Portal wird ihm jetzt jede Applikation, die seiner Active Directory Benutzerzuordnung, Gruppenzuordnung zugänglich gemacht wird. Also soll heißen, ich habe mich da jetzt ein bisschen verhaspelt, soll heißen, ich kann natürlich aufgrund von AD-Gruppen steuern, welcher User welche Applikationen hier zu Gesicht bekommt. Jetzt kann ich hier mein Paint starten und wir werden feststellen, hier das pulsiert so ein bisschen. Bei mir kommt dieses Paint jetzt von meinem Terminal-Server im Hintergrund und die Applikation wird mir jetzt hier im Webbrowser angezeigt. Soll heißen, ich kriege die auch aus dem Browser nicht raus. Die läuft Browser-embedded. Ich kann mit der Applikation vollumfänglich arbeiten, kann hier entsprechend mir was rauskopieren und stelle jetzt fest, ah, ich brauche eine weitere Applikation. Ich gehe hier unten auf unseren Application Launcher zurück, ziehe mir noch mein WordPad hinzu. So, und dann kann ich mit der Zwischenablage und so weiter ganz normal arbeiten. So. Dieses Webinterface und vor allen Dingen die Applikationen, die ich in dem Webinterface gerade nutze als User, die laufen technisch gesehen in dem sogenannten Secure Client Gateway. Ja, also die Secure Client Komponente, die hält mir hier gerade meine Terminal Server Session und rechnet mir all diese Applikationsbewegungen hier, diese Bildschirminhalte, rechnet es mir durch die HTML5-Seite in meinen Browser. Das langt wunderbar, um mit solchen Applikationen zu arbeiten. Das ist alles kein Thema. Ich könnte auch einen kompletten Desktop starten. Wir nehmen hier mal meinen Terminal Server Desktop. Sie sehen, er baut mir im Webbrowser einen neuen Tab auf und zeigt mir hier eine entsprechende Terminal Server Sitzung im Webbrowser an. Da bin ich als Tom auf einem Terminal Server angemeldet. Klar kann ich hier in ein Vollbild gehen, aber das lassen wir jetzt mal. Das sind sonst zu viele Remote-Fenster in einem.
Der User hat jetzt die Möglichkeit, einen nativen Client zu installieren. Soll heißen, ich möchte vielleicht nicht den ganzen Tag in so einem Web-Interface gefangen sein, sondern ich möchte auch schneller, besser agieren. Hier über das User-Account-Symbol kann der User sagen, ich möchte einen Parallels-Client herunterladen. Durch einen Browser-Detect merkt jetzt die Webseite, hey, wir sind gerade auf einer Windows-Maschine angemeldet. Hier über den Edge-Browser und deshalb bietet er mir den Parallels-Client für Windows zum Herunterladen an. Der nächste Schritt ist nach dem Download natürlich die Installation. Bitte installieren Sie den Client. Und der Client muss ja dann wissen, hey, an welches Gateway muss ich mich eigentlich wenden oder an welche VIP von meinem Load Balancer, an welche Public IP muss ich ran. Das übernehmen wir auch. Der User klickt nur noch im Webinterface hier auf Konfigurieren. Technisch gesehen wird eine Datei heruntergeladen, eine Config-Datei heruntergeladen, die sich dann mit dem zuvor installierten Client verknüpft. In der Konfigurationsdatei, das ist eine XML, steht nichts anderes drin als die Server-IP, der Port, der zu verwenden ist, und der Verbindungsmodus, hier SSL-Verbindung. Mehr steht in der Textdatei, es ist eine XML-Datei, tatsächlich nicht drin. Jetzt haben wir ja eben das Thema Bring Your Own Device angesprochen. Das heißt, ein entsprechender Benutzer hat vielleicht auch ein anderes Betriebssystem als ein Windows. Das heißt, wir haben hier natürlich den 32 und 64-Bit Windows MSI Installer, ein Mac, das ist, glaube ich, eine PKG, genau, eine PKG-Datei oder ganz einfach der Link zum App Store im Internet, verschiedenste Linux-Varianten, iOS und iPadOS-Geräte, die Androiden-Systeme und auch Google Chromebooks werden hier mit einem nativen Client beliefert. Und dieser native Client funktioniert immer gleich. Und wie das ist, sehen wir jetzt mal auf meinem Mac. Das heißt, wir wechseln auf einen anderen Schreibtisch. Da sind wir und da habe ich meinen Parallels-Client schon auf. Und hier sehen Sie verschiedene Verbindungseinstellungen, aber der hier, Rechtsklick, Verbindungseigenschaften, das ist meine lokale Umgebung. Wir gehen hier auf die SCG, auf die Secure Client Gateway Adresse mit der 102. Das ist mein SRV2, meine VM. SSL verbunden, 443. Ich mache einfach mal einen Doppelklick und hier fragt er wieder nach dem Benutzernamen, in dem Fall Tom. Anmelden und wir sehen selbstverständlich dieselben Applikationen. Es ist ja derselbe Parallels-Server, derselbe Benutzer. Hier mache ich mein Paint einfach nochmal auf. Entschuldigung, WordPad. Und aha, wir sehen ein Session Reconnect. Ich hatte ja eben im Webinterface angefangen zu arbeiten und zu malen. Jetzt komme ich ja von einem anderen Gerät. Jetzt sitze ich nicht mehr in irgendeinem Internetcafé, in einem Webbrowser, sondern ich sitze jetzt vor meinem Mac und habe meinen Client geöffnet. Und mache eine Reconnect in meine zuvor gestartete Terminal Server Session. So, dann kann ich hier weiterarbeiten. Alles gut. Jetzt möchte ich dieses tolle Dokument entsprechend speichern. Das heißt, ich habe hier den Speichern-Unterdialog vom Terminal Server und kann hier auf verschiedenste Laufwerke zugreifen. Zum Beispiel mein User H, User Home, was mir beim Logon auf dem Terminal Server gemappt wurde. Aber ich könnte auch auf mein Redirected Drives and Folders, auf mein Macintosh Drives on Timos MacBook zugreifen. Gehe in mein Benutzerverzeichnis nach Documents und speichere das hier einfach mal mit Datum von heute ab. 2021-07-21 Demo. So, und dann liegt die Datei auf meiner lokalen SSD. Gucken wir uns an. Dokumente, Änderungsdatum. Da ist er. Auf meiner lokalen SSD. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier in dieser Applikation irgendwelche weiteren Daten brauche? Ups, falsch. Ich gehe einfach mal nach Bilder. Keine Ahnung, was das ist. Ach, klasse. Und dieses Bild liegt bei mir lokal. Das ziehe ich mir jetzt einfach mal hier in das WordPad rein. So.
Ja, dieses JPEG oder was es auch immer war, lag auf meinem Macintosh SSD und ich habe das per Drag and Drop in meine auf dem Terminal Server laufende Applikation gezogen. Ich das jetzt mal ganz am Ende haben. So. All das ist möglich mit dem, wie gesagt, nativ installierten Client. Wir gehen zurück auf den Server, also auf meinen Parallel-Server, öffnen hier nochmal die Konsole und sehen hier ganz wichtig die Komponenten nochmal hier auf dem Side-Tab. Wir haben also installiert einen sogenannten Publishing Agent, das ist der Controller. Wir haben ein Gateway installiert, das ist hier ebenfalls der SRV2. Ich kann hier in die Eigenschaften dieses Gateways mal reingehen. Kann hier verschiedenste Einstellungen definieren, wie zum Beispiel Mode. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Normal Mode oder einen Forwarding Mode. Das Forwarding wäre beispielsweise interessant, wenn ich in der DMZ ein solches Gateway installiere. Dann kann das DMZ-Gateway nämlich alle eingehenden Anfragen einfach blind weiterleiten auf das dahinterliegende. Ansonsten betreibe ich das einfach im Normal Mode. Netzwerk ist nicht so spannend. SSL. In älteren Versionen habe ich hier an dieser Stelle mein SSL-Zertifikat importieren müssen. Das hat seit schon einigen Versionen einen ganz eigenen Knopf in unserer Konsole bekommen. Hier im Bereich HTML5 kann ich zum Beispiel steuern, wie sich das Web-Interface verhalten soll. Ich habe hier drei Modi zur Auswahl. Wie gerade eben gesehen, habe ich die Applikationen im Webbrowser gestartet. Ich kann also hier sagen, ich möchte sie immer im HTML5-Browser starten. Ich könnte aber auch sagen, nein, dieses Web-Interface soll nur als Launcher benutzt werden. Das heißt, das Web-Interface übergibt den Aufruf einer Applikation an den lokalen Client. Das erfordert aber natürlich, dass der Client auch tatsächlich auf dem lokalen Endgerät installiert ist. Dafür muss ich dann Sorge tragen. Oder Modi Nummer 3, Launch Apps with Parallels Client bevorzugt. Und sollte der Webbrowser feststellen, ich habe keinen lokalen Parallels Client, dann macht er ein Fallback und öffnet es eben im Webinterface. Also diese drei Modi habe ich. Nur im Webinterface, nur im Client oder Autodetect. Und das habe ich hier zur Auswahl. Hier gibt es noch den Reiter Wise, also kurzer Ausblick dazu. Wir haben hier die Möglichkeit, also Dell Wise Clients zu bedienen. Soll heißen, einen solchen Wise Client kann ich nutzen, um parallels freigegebene Applikationen oder Desktops zu erreichen. Security, Web, ja, hier kann ich meine URL angeben, wo das Gateway hin umleiten soll. Beim Publishing Agent, da gibt es gar nicht so viele Konfigurationsmöglichkeiten. Oh, eigentlich gar keine. Der ist einfach da. Das war auch schon das Setup, was wir gerade quasi ausgeführt haben. Das heißt, ich gehe mal wieder zurück in unsere Konsole, Entschuldigung, PowerPoint-Präsentation und wir widmen uns der Section 3, Thema VDI. So, wir haben verschiedene Typen an VDI, die wir betreiben können. Es gibt einmal der sogenannte oder die sogenannte Desktop-Based VDI. Das ist der Klassiker, das ist das, womit man einen, wenn man den Begriff VDI liest, womit man VDI zusammenbringt. Das ist also ein Client-Betriebssystem, heutzutage Windows 10. Und da kann sich ein User drauf anmelden und der bekommt den kompletten Desktop. Das ist eine Desktop-Based VDI. Die VDI läuft auf irgendeinem Server in irgendeinem Data Center, also Server im Sinne von Hypervisor, und ist da. Zweite Möglichkeit, Server-Based VDI. Es gibt Szenarien, wo das eben angesprochene Desktop-Based, was ja auf Windows 10 basiert, aus lizenztechnischen Gründen
teuer ist und es sich eher darstellt, rechnen lässt, ein solches Modell eben mit einer Windows Server 2016 oder Windows Server 2019 Lizenz zu betreiben. Szenario ist aber exakt dasselbe. Eine VM, da ist dann zwar ein Serverbetriebssystem drauf, fühlt sich aber ja an wie ein Windows 10. Diese eine VM wird freigegeben und der User meldet sich darauf an und arbeitet in der Desktop-Freigabe mit seinen Applikationen. Das heißt, wir haben darunter nur ein anderes Betriebssystem liegen. Variante 3, Session-Based VDI. Das ist der Klassiker, ein Terminal-Server, Server 2012 R2, Server 2016 oder 2019. Und dieser Terminal-Server hält mehrere Benutzeranmeldungen gleichzeitig. Auf einem Terminal-Server habe ich dann wiederum die Möglichkeit, einzelne Applikationen zu definieren und freizugeben oder auch hier den kompletten Desktop dieser User-Session eben freizugeben. Das sind die drei Ansätze, die wir an der Stelle haben. So, Session-Based VDI ist der Shared Desktop, der Terminal Server oder der RDS, der Remote Desktop Session Host. So sieht das Ganze aus. Ich habe eine Vielzahl an Usern, die sich auf einer Terminal Server Farm auf ein oder mehrere Terminal Server verbinden und da eben ihre Sessions haben. Multiple User Share Single Instance, very efficient. Hier steht was mit 35 bis 50 Usern. In meiner oder aus meiner Erfahrung habe ich das so noch nicht gesehen. Also bei minimalsten Applikationen, wenn Sie hier ein WordPad publishen, kann das vielleicht sein. Aber in der Regel 20, 25 User pro Terminal Server, da ist irgendwo Ende. In dem Moment, wo ich mehrere Terminal Server habe, in einer Gruppe oder in einer Worker Group zusammengefasst, steuere ich nicht mehr, auf welchem der Terminal Server meine User-Sitzung landet. Das heißt, hier macht es auf jeden Fall must be managed, User Profile must be managed. Es macht also auf jeden Fall Sinn, die Benutzerprofile zu zentralisieren. Unser Ansatz, unsere Empfehlung ist hier FS Logic, Microsoft FS Logic. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Seit Ende 2018 gehört FS Logix zu Microsoft und ist somit auch für Microsoft, ich glaube, ab E3 Level oder so nutzbar. Also, sobald Sie Terminal Server machen, können Sie auch FS Logic machen. Ja, included with MS CALS, da steht es auch. So, grundsätzlich sind diese Sessions untereinander natürlich separiert. Das heißt, ein User kann keine Dinge machen, die einen anderen Usern stören. Und auch ganz wichtig, ein User kann keine Installationen durchführen oder kann einen Terminal Server auch nicht neu starten. Das schafft Microsoft tatsächlich von Hause aus zu unterbinden. Das liegt nicht an Parallels, sondern einfach an der Sache, dass ich die Rolle eines Terminal Servers aktiviere und dann ist das so, dann funktioniert dieser Terminal Server so. Vorteil von Parallels ist jetzt an der Stelle, wenn ich wieder von einer Terminal Server Farm ausgehe, dass ich die in eine Gruppe zusammenfassen kann und wir darauf ein sogenanntes Autoscale definieren. Ups, zurück. Dieses Autoscale hat wiederum die Dynamik, nenne ich es mal, festzustellen, oh, meine Serverlast, die steigt mir gerade in die Decke, unter die Decke, keine Ahnung, 75, 80% CPU-Last auf der Gruppe gesehen. Dann kann er mit meinem Hypervisor sprechen und sagen, hör mal, ich brauche einen weiteren Klon. Ich brauche also eine weitere Kopie des Servers, die dann hochfährt. Genauso hat dieser Autoscale aber auch die Funktion zu sagen, okay, mir läuft jetzt hier ein Terminal Server leer, den kann ich danach auch, wenn der letzte User runter ist, kann ich den auch wieder runterfahren, ausschalten, um CPU und somit auch Kosten in einer möglichen Cloud zu sparen. Das ist Session-Based VDI. VDI Desktop. Hier auf dem Schaubild. Hier auf dem Schaubild
Es gibt irgendeinen Hypervisor und darin laufen verschiedene VMs, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Und jeder User ist connected mit einer dieser VMs. One user, one desktop at a time. Grundsätzlich ist eine solche VDI eigentlich immer ein Client-Betriebssystem, sprich Win 7, Win 8, Win 10, kann aber auch Server-based VDI sein, wie eben besprochen, aus lizenztechnischen Gründen kann ich das eben auch mit Server-Betriebssystem darstellen. Auch hier haben wir die Möglichkeit eines Auto-Scales. Wenn ich also mehrere VDI brauche, kann parallel diese hochfahren. Ach so, Can Mix and Match Hypervisors. Je nachdem, wie ich da ausgestattet bin, habe ich vielleicht einen Microsoft Hyper-V Server und dann habe ich da hinten noch einen VMware ESX Server stehen und auf beiden Servern kann ich eben meine Infrastruktur hochfahren. Das heißt hier Mix and Match Hypervisors. An der Stelle unterstützen wir auch Persistent oder Non-Persistent Desktops. Hierfür ist wiederum wichtig, dass wir ein FS Logix Profile Container konfigurieren, wenn ich einen Non-Persistent Desktop bereitstelle. Wenn wir gleich in der Konsole uns das Thema Cloning mal anschauen, dann kommen wir direkt im ersten Tab unseres Wizards zur Frage, was oder wie sollen diese Maschinen geklont werden? Mach nur mal gerade die Folie hier auf, Sekunde. Die ist nämlich neu, genau. So, wenn wir davon ausgehen, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 User und für diese 5 User brauche ich natürlich 5 virtuelle Maschinen, 5 VDIs. So eine Windows 10 hat inzwischen, die begnügt sich nicht mit 50 Gigabyte, sagen wir mal 100 Gigabyte mal 5, dann brauche ich schon 500 Gigabyte Festplattenkapazität in meinem Hypervisor, damit ich meine 5 Maschinen betreiben kann. Deshalb unterstützen wir hier die Möglichkeit eines sogenannten Linked Clones. Jeder User bekommt eine virtuelle Maschine. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist dieses Windows meistens zwischen 80 und 90% dasselbe. Also ich hab 80, 90% exakt dieselben Daten auf 5 Festplatten verteilt. Deshalb habe ich hier die Möglichkeit, eben auf Linked Clones zu setzen. Das heißt, meine eigentliche Windows-Installation kommt aus einem Golden Master. Und jeder neuen VM wird eine Snapshot-Datei angehangen, wo dann Bewegungs- und Änderungsdaten reinkommen. Damit kann ich mir eben sehr, sehr viel Platz in meiner Umgebung einsparen. Ich kann es schneller ausrollen, weil er nicht jedes Mal diese 100 Gigabyte kopieren muss, sondern er verknüpft sie nur. Und die daraus resultierenden Klone sind volle funktionsfähige Klone, volle funktionsfähige Windows-Systeme. Das Ganze schauen wir uns aber gleich in der Demo an. Hier nochmal kurzer Überblick. VDI versus RDS oder Shared Desktop. Die schicken Schaubilder sprechen eigentlich schon für sich. RDS ist wirklich Multi-User, Multi-Session. Sehr, sehr effizient. Damit habe ich meistens die Möglichkeit, bis zu, ich sag mal, 80% meiner User-Belegschaft mit Standard-Applikationen glücklich zu machen, die nicht besonders rechenintensiv, die nicht besonders grafikintensiv sind. Habe ich geringere Kosten mit, auch von der Bereitstellung her. Und die anderen 20%, die vielleicht High-End-User sind, die Grafikleistung brauchen, die CPU oder RAM brauchen für irgendwelche bestimmten Berechnungen, denen gebe ich dann eine VDI, die allerdings in der Bereitstellungsmethode ein bisschen teurer ist. Deshalb wiederum Vorteil von Parallels RAS, Sie können alle Bereitstellungsmethoden vereinen, als Gesamtbild zu sehen.
Ja, persistent, non-persistent, VDI, klar. Der Vorteil einer persistenten ist, ich muss mich um nichts kümmern. User-Daten bleiben da, Profildaten bleiben da. Theoretisch könnten, wenn sie die Rechte vergeben, die User auch ihre eigenen, könnten die User auch ihre eigenen Softwaren da rein installieren. Und bei einer non-persistent VDI-Umgebung ist es eben so, dass ich auf jeden Fall Benutzerprofile speichern muss, denn es kommt ja der User auf irgendeine VM aus dem Pool. Thema Autoscaling. Hier wurde auch im Vergleich zu alten Versionen viel, viel verbessert und optimiert. Und natürlich hier auch der Ausblick auf Azure Hypervisor, dass wir diese Autoscaling-Funktion in der Cloud nutzen können, um einfach Kosten zu sparen, ne? Denn jede ausgeschaltete VM bringt mir eine Kostenersparnis. VDI und Terminal Server Tipps und Tricks. Auch hier ein Active Directory ist benötigt, ist ein Must-Have. VM und Hostname müssen gleich sein. Das zeige ich gleich mal eben in der Konsole. Das ist eine Besonderheit oder eine Eigenart, wie man bei uns halt VDI implementiert hat. DHCP ist required, DHCP ist required. Ja, in dem Moment, wo ich natürlich Klone erstelle, muss ich dafür sorgen, dass diese Klone eine IP-Adresse bekommen und dafür ist DHCP nun mal zwingend wichtig. Und auch hier cannot push agent through a Windows Firewall. Das hatten wir schon mal vor der Kaffeepause. Dazu ist empfehlenswert, auf dem Master kurzfristig Windows Firewall und die UAC kurz zu deaktivieren. Hier wieder der Ausblick in unsere Lab Configuration. Das heißt, it's Demo Time. Wir gucken nochmal in meine Konsole. Danach geht's in Section 4, Printing, Scanning, Policy. So. Hier hat er jetzt festgestellt, wir sind zurück auf meinem Parallel-Server. Hier hat er festgestellt, dass ich lange nichts getan habe. Aber VDI. Hier gehen wir hin. RAS-Konsole, VDI. Als erster und wichtiger Punkt ist, wir brauchen einen VDI-Provider. Man könnte es an oder übersetzen mit dem Anbieter meiner virtuellen Maschinen. Das heißt, wenn ich On-Premise virtualisiere, und dafür nutze ich hier mal gerade den Wizard, dann habe ich die Möglichkeit, mich an ein VMware vCenter, einen einzelnen ESX-Host, mein Hyper-V, mein Hyper-V-Failover-Cluster, Nutanix Acropolis oder an eine Scale Computing HC3-Lösung dranzukommen. Okay. Das heißt, ich gebe die Adresse meines vCenters ein, Username, Passwort, Next. Und dann connectet sich dieser Wizard oder vielmehr mein Parallelserver mit dem Hypervisor. Dasselbe können wir auch im Bereich Cloud Computing, denn hier unterstützen wir derzeit den Microsoft Azure Resource Manager. Das heißt, hier ist mein Connect, mein Beinchen in Richtung Microsoft Azure. Ich brauche eine Tenant und eine Subscription-ID. Und ich brauchte gerade mal einen Schluck Wasser, sowie eine entsprechende Application-ID mit zugehörigem Kennwort. Diese Application-ID ist die Microsoft AD Application-ID, also die Active Directory Application-ID. So, und danach würde sich mein Parallelserver, der eventuell on-premise steht, mit Microsoft Azure unterhalten und hat die Möglichkeit, da eben Ressourcen zu sehen und zu verwalten. Ich beende diesen Wizard an der Stelle, denn ich habe bei mir natürlich schon einen Provider hinzugefügt. Den sehen wir hier. Wie zu erwarten, läuft dieser Provider ebenfalls auf meinem SRV2. Das ist mein Microsoft Hyper-V auf Basis von, was ist es? 2019 Standard. Hier hinten Status OK, kleines grünes Kästchen heißt, mein Parallelserver kann mit dem Microsoft Hyper-V Server sprechen. Die sehen sich, die verstehen sich. Jetzt habe ich die Möglichkeit, über den Reiter Templates mir erstmal anzeigen zu lassen, welche Gäste gibt es eigentlich auf meinem Hypervisor. Na, das heißt, der Parallelserver spricht mit dem Hypervisor, setzt einen Befehl ab, sowas wahrscheinlich wie get VM list. Der Hypervisor liest, liefert und dann sehen wir hier eine Liste verfügbarer Maschinen.
Ich wähle jetzt mal hier diese Windows 10 Maschine aus, wobei wir gucken mal gerade auf meinen Hyper-V Manager, da ist er auch schon, damit Sie mir glauben, was Sie hier sehen. Auf meinem Hyper-V Manager gibt es genau diese Maschinen und ich gehe jetzt mal her und schalte diese Windows-Maschine ein. Wir sagen mal Start und dann sehen wir hier unten hoffentlich in der Vorschau, da irgendwann, ja, komm, ja, die Windows-Fahne kommt. So, das ist ein nacktes Windows 10, um ehrlich zu sein. Da ist ganz wenig Software drauf, vielleicht irgendwie so ein Open Office, mehr ist da nicht drauf. Zurück in unsere Parallelswelt. Ich breche das hier nochmal ab und sage nochmal Template Add. Aha, wir sehen, hier hat er jetzt erkannt, diese Windows 10 Maschine ist offensichtlich eingeschaltet. Ja, Needs Update. Okay, das habe ich vergessen vorzubereiten. Wir sagen mal, okay, die möchte ich nehmen. Der Wizard fragt mich jetzt, etwas stupide vielleicht, möchte ich daraus eigentlich virtuelle Desktops oder Terminal-Server erstellen? Wir wissen jetzt, wir haben eine Windows 10 Maschine ausgewählt. Ich kann nur virtuelle Desktops daraus erstellen. Aber Sie oder ihr seht schon an dem Wizard, es ist dieselbe Technologie, die dahinter ist. Ganz egal, ob ich Terminal-Server klonen möchte oder Windows 10 basierte Maschinen. Hätte ich eben einfach eine andere VM ausgewählt, nämlich einen Server, hätte ich Terminal Server klonen können. So, wir sagen Next. Dieser Wizard überprüft jetzt, und das ist ein wichtiger Punkt in der Folie von eben, dieser Wizard überprüft jetzt, ob es im Netzwerk einen Computer, einen Windows-Computer mit dem Namen Win10 gibt. Wir erinnern uns eventuell, als Tipp stand eben geschrieben, der VM-Hostname muss dem Windows-Hostnamen entsprechen. Das ist hier genau der Punkt. Er überprüft, ob DHCP in meiner Windows 10 VM aktiv ist. Da sagt er, es ist enabled, somit ist er glücklich. Und er sieht, es ist ein Windows 10 Professional, aber der sogenannte RAS Guest Agent, den ich da schon vorinstalliert habe, der braucht ein Update. Das geben wir ihm. Wir gucken hier mal gerade rein in diese Deployment Settings, wir sagen einfach Update. So, er kopiert jetzt den neuen MSI-Installer dahin über UNC. Ja. In meiner Umgebung ist in der Tat die Windows Defender Firewall ausgeschaltet. Und die UAC ist bei mir, glaube ich, auch aus. Und wir warten einfach mal, bis er das da tut. Executing RAS Installation. Das heißt, er führt hier ganz einfach dieses MSI-Paket aus, was er zuvor nach C-Programm-Files da irgendwohin kopiert hat. Geben wir ihm die Zeit. Irgendwann sagt er, er ist fertig. Da. Successfully enabled remote access, MSI operation successful. Yo, done. So, dann kann ich hier unten sagen Next. Wie möchte ich mein Template benennen? 20 Maschinen brauche ich jetzt nicht, mir reichen tatsächlich drei. Und meine Gäste, meine geklonten Gäste sollen einen Namen bekommen. VDI, Bindestrich, und dann sehen Sie hier so eine Variable, Prozent ID 3. Das heißt, es ist eine dreistellige Zählweise, die kann ich hier natürlich editieren. Mir persönlich reichen jetzt zwei Stellen, vielleicht möchte man aber auch acht Stellen haben, also alles machbar, ne? Mir reichen zwei. Hier kann ich sagen Full Clone oder Linked Clone. Der Default ist inzwischen schon Create Linked Clone, das geht einfach schneller und spart mir Festplattenplatz. So, und dann kommen wir zum Image Preparation Tool.
Ich möchte, dass meine Maschinen ein lokales Administratorpasswort bekommen. Und ich möchte, dass diese geklonten Maschinen meinem Active Directory hinzugefügt werden. Bei mir heißt das AD demo.local. Dafür nehme ich den Administrator, beziehungsweise es ist mein Domain-Administrator. Und die möchte ich alle in die OU. Ja, VDI macht Sinn, passt mir. Next. Jetzt kommen wir hier an Punkte, die seit Version 18 neu im Wizard integriert sind, nämlich die Möglichkeit, meinen sogenannten FS-Logic Profile Container zu definieren. Bei mir habe ich das vorausgefüllt, also auf dieser Netzwerkfreigabe hier liegen dann meine UPDs. Next. Dann haben wir hier eine Image Optimization. Ich sehe das so ein bisschen als Best Practice Sammlung. Ich kann nämlich hier zum Beispiel sagen, in dieser Windows 10 VM möchte ich verschiedenste Universal Windows Apps, diese UWPs, gar nicht erst haben. Und zwar möchte ich gerne alle Xbox-relevanten Universal Apps schon mal per se deaktivieren bzw. entfernen. Dann vielleicht im Bereich Windows-Dienste. Ich glaube nicht, dass ich in einer virtuellen Umgebung einen Plug-and-Play-Host-Service brauche, einen Bluetooth-Support-Service brauche. Irgendwo habe ich auch was mit WLAN-Auto-Config-Service gefunden. Also hier kann man mal durchgehen. Es gibt bestimmt eine Vielzahl von Diensten, die ich hier schon mal per se deaktivieren kann. Denn wir müssen im Hintergrund Kopf behalten, in dem Moment, wo ich hier Maschinen kreiere, alles, was Windows nicht starten muss, verschnellert, verschlankt mein System. Visuelle Effekte kann ich hier optimieren oder auch ganz einfach Custom Scripts. Wir haben viele Kunden, die ein sogenanntes Versiegelungsskript haben auf ihren VDIs, Sealing oder Versiegelungsskript. Und genau das kann ich hier eben einbinden. Ich schalte das bei mir mal aus, hier diese Optimierung, die dauert nämlich einen Moment. Und dann kann ich hier meine Windows-Aktivierungsmethodik noch auswählen. Entweder hinterlege ich diesen MAC-Key, diesen Multiple Activation Key, oder ich habe vielleicht einen KMS im Netz. Wir sagen Next, wir sagen Finished und wir warten einfach. Wichtig, wir müssen hier unten in der RAS-Konsole immer auf Übernehmen oder Apply drücken. Und dann können wir mal mit dem anderen Auge in Richtung meinem Hyper-V-Manager schielen. Denn da sollten wir gleich sehen, dass die VM Win10 runtergefahren wird. Da ist sie aus. Das heißt, die wird jetzt versnapshottet. Ja, und dann taucht gleich eine VDI-01 vollkommen automatisiert da auf. Das heißt, hier sehen wir wirklich die Interaktion. Der Parallels-Server spricht mit der API von meinem Microsoft Hyper-V-Server und sagt dem, hör mal, fahr mal die Windows 10-Kiste runter, mach mal einen Snapshot und erstelle mir einen geklonten Rechner. Und da ist er, VDI-01. Das heißt, das hat er genauso ausgeführt, wie wir es ihm gesagt haben. Und während wir jetzt warten, dass die Infrastruktur auf meinem langsamen Hyper-V-Server hochgezogen wird, gehen wir in die Parallels-Konsole zurück. Denn hier mein Win10-Demo-Template im Status Cloning, ja, bis das alles fertig ist, das dauert bei mir ein bisschen, müssen wir ja einem User den Zugriff darauf geben. Das heißt, wir brauchen ein Publishing. Das wird hier gemacht. Hier sehen wir auch schon alle Applikationen, die wir eben schon im Client gesehen haben. Wir hatten das WordPad gestartet, wir hatten das Paint gestartet. Wir haben auch schon mein Unterverzeichnis Desktops gesehen. Genau da rein möchte ich jetzt einen Desktop freigeben. Wir sagen Next. Wo kommt der Desktop her? Hier unten ausgegraut, weil ich es nicht habe derzeit, ein Remote PC Desktop oder eine Windows Virtual Desktop, also Stichwort Azure WVD wurde gerade aktuell umbenannt in AVD, Azure Virtual Desktop, Terminal Server Session Host oder unseren gerade erstellten Template. So, hier unten sehen wir auch das spezifische Template, Win10 Demo Template auf meinem SRV2, auf meinem Hyper-V Server. Next. Wie will ich das Ding nennen? VDI Desktop
Brauche ich das persistent oder reicht mir non-persistent? Wir hatten eben gesehen, ich habe ja FS Logic Profile Container in meinem Wizard schon mitgegeben. Das heißt, ich kann den Haken persistent hier auch direkt rausnehmen, habe also einen non-persistent Pool. Das hier ist auch neu, denn beim Publishing kann ich direkt sagen, er soll mir das Ding auch direkt visible und accessible schalten. Ich kann die auch direkt deaktivieren oder in Maintenance setzen. Wir sagen mal Finish, wir sagen hier unten Apply und wechseln wieder auf meinen Mac. Auf meinem Mac starten wir nochmal den Client bzw. verbinden uns als Tom und finden im Verzeichnis Desktops jetzt einen neuen VDI Desktop. Ich mache mal schnell einen Doppelklick drauf. So, und dann landen wir natürlich als Benutzer Tom auf einem gerade frisch geklonten VDI Windows 10. Die Anmeldung dauert ein bisschen, Entschuldigung, aber das Ganze ist tatsächlich auf meinem lokalen Laptop hier alles virtualisiert. Das Teil bläst auch schon ganz gut, der Lüfter. Aber ich denke, 10, 15 Sekunden ist das Lock-on durch. Das heißt, wir können uns auch gleich schon wieder einer kleinen Kaffeepause oder sowas unterziehen. Oder einfach mal mit den Augen woanders hinschauen. Zur Entspannung. So, hier Windows 10 Desktop. Ich mache mal eine CMD auf und sage mal Hostname. Und wir sehen, wir sind auf der VDI-01 gelandet. Was bedeutet, ich starte noch schnell ein, zwei Applikationen. Was Kleines. Plus, nur damit ein bisschen was geöffnet ist in der Kiste hier, ne? So, und wir gehen wieder auf den eigentlichen Parallelserver und gucken nochmal hier auf dem Reiter Sessions. Und jetzt finde ich auch hier wieder den Tom. Tom hat eine aktive Desktop-Session auf der VDI-01. Rechtsklick Show Information. Wieder dieselben Informationen, der Client, von wo aus Tom sich gerade aktuell verbindet, über welches Gateway kommt Tom auf meine Farm oder in meine Farm. Auch hier ein exzellentes Connection Quality mit UDP natürlich. Wir sprechen ja wieder über den Parallels Client. Krass, nur eine Millisekunde Latenz. Alles virtuell auf einem Rechner hier. Und aha, User Profile, FS Logix. Ist für den Tom konfiguriert worden. So, all das kann ich hier entsprechend auslesen. Selbes Szenario, ich kann hier dem User ein Remote Control liefern, also schicken, dass ich ihm vielleicht helfen kann. Ich kann mir die Prozesse von Tom in seiner Session auflisten. Das heißt, hier sollte auf jeden Fall irgendwo so ein Putty sein. Da, Notepad ⁇ da ist auch das Putty. Das kill ich mal, weil das macht jetzt für den Tom irgendwie ein Problem, diese Putty-Software. Und Tom kann gar nichts mehr machen und ich schließe das einfach mal hier für ihn. So. Genauso der WinSCP. Weg damit. Der wollte eh ein Update. Darf Tom gar nicht. So, jetzt ist WinSCP auch weg. Ja, also das gesamte User Management ist hier auf den Reiter Sessions gerückt. Das ist auch eine nette, ja, Vereinfachung in der neuen RAS-Konsole, in der neuen RAS-Version. Ich gehe mal zurück hier zum Tom. Der soll sich nämlich mal gerade abmelden. Log off, damit wir ein bisschen Systemressourcen sparen können. So, wir verlassen das und sehen uns nachher noch an in der Section Printing, Scanning, Policies and Reporting. Ja, wie gerade angekündigt, ich würde Sie gerne noch mal für ein paar Minuten Entspannung der Augen und des Kopfes freigeben. Ich pausiere das Recording. So, guten Tag zusammen. Da sind wir wieder. Oh, ich habe das Gefühl, als wenn mein Audio nicht verbunden wäre. Moment.
So, jetzt müsste das wieder funktionieren. Kurz mal gucken. Recording läuft. Unmute. Okay. Okay, so, zurück vom Kaffee oder Augenentspannung. Neues Thema, Section 4, Section 4, Printing, Scanning, Policies and Reporting. Wir schauen rein. How it works. Grundsätzlich wird ja auf einem Host, und das kann ja der Terminal-Server, die VDI, Remote-PC, was auch immer sein, wird ein universeller Druckertreiber installiert. Da ja Parallels ursprünglich ein maltesisches Softwareunternehmen mit dem Namen 2X oder 2X war, bevor Parallels es dann quasi gekauft hat und das Produkt dann Parallels Remote Application Server umbenannt wurde, gibt es in der Registry und auch in verschiedenen Dateiformen und natürlich auch bei dem Druckertreiber hin und wieder noch das alte 2X-Zeichen. Nur das schon mal am Rande, denn wenn Sie über das Webinterface drucken, steht dann da sowas wie 2X Universal Printer. Unter uns gesprochen, ich habe schon mehr als einmal mit den Kollegen gesprochen, dass es denn vielleicht sinnvoll wäre, das umzubenennen. Es gibt da auch einen Feature Request, aber es scheint nicht so wichtig zu sein. Gut, dieser 2X Universal Printer Driver ist nichts anderes als unser Parallels universeller Druckertreiber. Und der wird nun mal auf allen Geräten quasi durchgereicht, beziehungsweise wenn ich jetzt also einen Desktop oder eine Applikation, man sieht es hier auf dem schönen Screenshot oder auf dem Bild, von einem mobilen Endgerät aus starte, dann habe ich gerade mit so einem Apple iOS-Gerät die Möglichkeit, über AirPrint auf einen AirPrint-fähigen Drucker zu drucken. Und das wird hier nun mal entsprechend umgeleitet. In Windows-Applikationen tauchen die Drucker immer mit einem Namen des Benutzers bei Parallels auf. Man hat die Möglichkeit, dieses Pattern, Naming-Pattern zu bearbeiten, aber normalerweise stünde dann zum Beispiel, wenn wir in meiner Umgebung bleiben, der HP LaserJet 500 vor Tom bei Parallels, so stünde das am Drucker, damit der Tom auch sicherstellen kann, das ist sein Drucker, der durch Parallels für ihn redirected wurde. Wie eben gesagt, außer beim Webinterface, da steht ganz einfach 2X Universal Printer, glaube ich, so in dem Dreh. So, es gibt verschiedene Variablen, Printer Name, Username, Session ID, die können zusätzlich noch mit in diesen Printernamen, in diesen Druckernamen mit eingebracht werden. So, dasselbe ist beim Scannen. Dasselbe ist beim Scannen. Ich habe mal irgendwo so einen Spruch aufgeschnappt. Scannen ist ja dasselbe wie Drucken, nur rückwärts. Ja, irgendwie schon. Grundsätzlich wird auch hier ein universeller Treiber installiert. Und somit können Twain und VIA kompatible Scanner. Ah, da fällt mir gerade noch eine Anekdote ein. Weiß eigentlich jemand, wofür Twain steht? Ohne jetzt Wikipedia aufmachen zu müssen, aber ich meine, es heißt Technology without an interesting name. Also sehr cool einfach nur. Twain und VIA kompatible Scanner können also umgeleitet werden. Das heißt, den stecke ich per USB an mein lokales Endgerät und öffne jetzt meine Remote-Applikation, meinen Terminal-Server-Applikation und sage darin, ich möchte von meinem HP ScanJet vor Tom bei Parallels scannen. Und dann rattert das Gerät neben mir los oder dieser schicke Licht, kennt noch jemand Knight Rider, dieser schicke Lichtstrahl, der geht da übers Flachbett. Beim Scanning Name oder Scanner Name ist es genauso. Wir haben hier dieses Pattern. Da können wir auch wieder den Scannernamen, den Usernamen und die Session ID mit einbinden, sodass der User also dann auch wirklich seinen Scanner in der Applikation findet.
So viel gibt es da eigentlich gar nicht zu erzählen. Wir gucken uns das gleich mal in der Konsole an. RAS Monitoring. Wir haben hier die Möglichkeit, wie es zu einem bei einem Mitbewerb in ersten Versionen auch war, so einen schicken Graphen mit einzublenden, wo wir einfach zentral die CPU- und Arbeitsspeicherauslastung, aber auch solche für mich persönlich etwas unwichtigeren Informationen wie Disk-Usage und Write-and-Read-Time einblenden oder darstellen können. Also ich konzentriere mich da tatsächlich immer auf CPU und Arbeitsspeicher und auch unsere Gateway-Auslastung, RAS Secure Client Gateway-Auslastung werden hier gemonitort und in so einem schicken Graphen dargestellt. Offen gesprochen ist das keine Selbsterfindung von uns, sondern dieser Graph, den man hier sieht, der ein oder andere erkennt es vielleicht auch. Das ist eine Open Source Komponente, nennt sich Grafana, wird auf unserer Webseite als MSI Installer separat angeboten. Es ist also nicht standardmäßig in der Konsole vorinstalliert. Aber in dem Moment, wo ich es nutzen möchte, werde ich über die Konsole auch direkt dahin geleitet, dass ich diese Quellen eben runterladen kann. Aber nur, dass Sie es wissen, es gibt eine spezielle MSI-Komponente, die nennt sich RAS Performance Monitor. Die muss ich installieren. Damit installiert sich dieses Grafana. Und dann kann ich in der RAS-Konsole diesen Performance Monitor konfigurieren. Machen wir gleich in meiner Demo. RAS Reporting. Grundsätzlich brauche ich für Parallels eben keinen Microsoft SQL Server, der möglicherweise auch noch voll lizenziert sein muss, damit ich ihn backuppen kann und, und. Also möglicherweise weitere Lizenzkosten. So ein SQL Server sollte dann auch hoch verfügbar sein, etc. etc. Parallels Remote Application Server braucht für den Betrieb von allen Komponenten keine Microsoft-gestützte SQL-Datenbank. Unsere gesamte Konfiguration liegt im Dateisystem. Und selbstverständlich, wenn wir im Bereich HA, Hochverfügbarkeit, High Availability unterwegs sind, kommunizieren die Komponenten untereinander und aktualisieren. Also schieben natürlich auch diese Dateiänderungen hin und her. Das heißt, da ist eine Replikation. Das ist beispielsweise einer der Gründe, warum wir pro Site ein Maximum von 3 Publishing Agents empfehlen, weil einfach dieser Replikations-Overhead ansonsten zu groß wird. Es ist natürlich immer abhängig, wie groß ist so eine Farm, wie viele Member sind in der Farm, wie viele Terminal-Server, VDI und so weiter. Entsprechend groß wird einfach das Set an Daten. Zurück zum Kernpunkt. Ich drifte immer ab. RAS Reporting ist wirklich die einzige Komponente, die einen Microsoft SQL Server mit Reporting Engine erfordert. Nur dann, wenn der Kunde tatsächlich Auswertungen fahren möchte, wie ist eigentlich das Anmeldeverhalten meiner User? Welche Applikationen starten welche User zu welcher Zeit, wie lange und wie oft? Welche Endgeräte kommen eigentlich? Und, und. Also ein wirkliches Reporting. Dafür brauchen wir eine SQL-Datenbank. Ich muss gestehen, aus Performance und Performance-Gründen habe ich keine SQL-Datenbank in meiner lokalen Demo installiert. Das heißt, ich referiere da tatsächlich gleich nur mal an unsere Knowledge Base oder an unseren KP-Artikel, wie man das Ganze konfiguriert. Aber wir sehen hier schon in der PowerPoint ein paar schicke Screenshots. Es gibt also vorgefertigte Reports. Es ist schlecht zu lesen. Ich gehe mal selber mit der Nase vor mein Display. Ich sehe hier sowas wie User Reports, User Activity, User Sessions Activity, Application Usage by User, Device Used by User, Client Operating System Used by User, Full User Information. Dann Group Reports, Group Activity, Group Session Activity und so weiter. Devices Report, Devices Used, Client Operating Systems Used, Parallels Client Version Used, Server Reports,
dasselbe auf meine Terminal Server, Session Activity on Server, Farm Health by Server, Farm Health by Machine. Also eine Vielzahl an vordefinierten Reports, aber es hat auch einen Report Designer mit in der Konsole, womit ich mir natürlich dann wunderbar meine Informationen zusammenklicken kann. Diese Reports werden dann, wie hier in der Konsole dargestellt, schick grafisch aufbereitet und diese kann man dann entsprechend auch exportieren, ver-PDFen und sich abheften. Hierneben in drei Schritten die Konfiguration oder Einrichtung einer solchen Report-Funktionalität. In der RAS-Konsole links bei den großen Symbolen auf Administration gehen, auf den Reiter Reporting und dann habe ich hier oben den Haken zu setzen bei Enable RAS Reporting. Und da sehen Sie schon, Server, RAS Demo 03 auf Port, was ist denn das, 30.008. Das ist mein SQL-Server, der auf Port 30.008 nun mal seine Queries entgegennimmt. Parallels RAS Reporting Installation Procedures. Wie gerade eben gesagt, ich kann es in meiner Demo nicht zeigen, weil ich keinen SQL-Server mit Reporting Services betreibe. Zudem, das ist meine Demo, soll heißen, da passiert auch nicht so viel und die Reports wären sehr, sehr wenig aussagekräftig. Deshalb das Ganze hier per PowerPoint. Den Graphen von dieser Grafana-Thematik, den gucken wir uns gleich in meiner VM an. Aber grundsätzlich haben wir drei Schritte zu erledigen. Ganz klar, wir brauchen erstmal einen Microsoft SQL Server installiert und Konfiguration. Entschuldigung, installiert und konfiguriert samt dieser SQL Reporting Services. Das muss man in dem Installer vom SQL einfach mit anhaken. Ja, hier funktioniert natürlich auch dieser Microsoft SQL Express. Das ist kein Problem. Nächster Schritt sind die Parallels Reporting Services. Die werden auf demselben SQL Server beziehungsweise auf dem Server, wo diese SQL Reporting Services installiert sind. Je nachdem, wie groß so eine SQL Installation ist, können das also auch verschiedene Instanzen oder Server sein. Also auf irgendeiner Komponente muss ich halt die Parallels Reporting Services installieren. Der letzte und finale Schritt ist dann in der Parallels-Konsole, wie eben gesehen, diese drei Schritte zu befolgen. Also hier auf Administration den Reiter Reporting auswählen und sagen Enable RAS Reporting, den SQL-Server, wo dieses RAS Reporting hingeinstalliert wurde, aktiv auswählen und dann sind wir durch. Recommended, ja. Man sollte das also auf einem separaten Server, wenn möglich, installieren, weil natürlich ein SQL-Server auch sich die Ressourcen nimmt, die er kriegen kann. Eine SQL-Datenbank, je größer die wird, desto mehr Arbeitsspeicher wird die sich auch einfach greifen. Dasselbe für die CPU. Und das heißt, wenn ich mir das Ganze auf einem Parallel-Server vorstelle, dann muss ich diese Ressourcen schon quasi abgeben, nur alles an das SQL. Und im schlimmsten Fall habe ich dann auch noch die All-in-One, die Single-Server-Installation gemacht, wo ich ja schon mal per se von abrate, persönliche Meinung, und da auch noch ein SQL drauf laufe, na dann Prost Mattes oder Nacht Mattes. Deshalb ganz klar der Hinweis, das sollte ein dedizierter SQL-Server sein. Follow the steps for SQL Configuration in the Training Manual. Ja, very closely. Auch wirklich very closely, da kann man nämlich viel falsch machen. Wir brauchen einen AD-User, wir brauchen dann einen Namen, einen Instance-Namen. Ja, und man sollte das Ganze auf die Windows-Logins beschränken. Ah, und hier unten sehe ich einen ganz, ganz fetten Eintrag. Change the Web Service Board to 8085 8085. Das war mir persönlich auch nicht bewusst, aber gut, dass es hier so schön fett dargestellt ist. Das Ganze könnten wir jetzt gemeinsam machen, machen wir aber nicht. Wir gehen in meine Konsole und connecten uns. Ich schmeiße nur mal kurz unsere VDI, die wir eben erstellt haben. Die schmeiße ich mal gerade weg. Achso, eine coole Sache könnte ich noch gerade zeigen. Wir haben ja eben eine
ein Template erstellt. Daraus hat er mir, hier das sehen wir auf dem Reiter Desktops, meine erste VDI-01 schon geklont auf meinem Hypervisor. Stellen wir uns mal vor, ich möchte jetzt an meinem Golden Master eine Änderung machen. Wir machen das mal eben. Ich gehe also auf mein Template und sage, ich setze es in Maintenance-Modus. Entering Maintenance. Wir wechseln nochmal in meinen Hyper-V Manager und plötzlich fährt er hier meine Original-VM, die Win10 VDI oder Win10-Maschine, die fährt er wieder hoch. Das heißt, okay, meine User arbeiten gerade mit den geklonten Maschinen. Das ist alles kein Problem. Ich fahre als Administrator jetzt meine Template in den Maintenance-Modus, habe jetzt hier die Möglichkeit, mir diese VM zu verbinden und Windows-Updates reinzubringen, Software-Updates reinzubringen und. Ja, dann bin ich fertig und dann gehe ich her und sage, okay, ich verlasse den Maintenance-Modus wieder. Und natürlich fragt er mich jetzt hier, soll ich denn dann auch meine daraus resultierenden Klone neu erzeugen? Ja, sicher. Sage, mach das mal. Ich sage hier oben schon Leaving Maintenance Modus. Wir gehen mal in die. Da. Er fährt also alle Maschinen runter. Er hat mir meine VDI01 heruntergefahren. Er fährt mir jetzt meinen Win10 herunter. Jetzt müsste er gleich die VDI01 löschen, komplett im Hypervisor löschen. Und danach neu anlegen. Da passiert doch was, da wurde was exportiert. Genau, da wurde die VDI01 gelöscht. Und jetzt wird sie neu erzeugt und startet mit den aktualisierten Einstellungen. Ja, also so kann ich das Ganze aktualisieren. Das lösche ich mir jetzt aber. Ah ne, vorher muss ich mein Publishing löschen. Und dann lösche ich mir mein Template, damit wir hier ein bisschen mehr Ressourcen kriegen. So, wir wollten uns das Monitoring anschauen. Administration. Ach nein, wir haben ja mit Printing angefangen. Da war es. Universal Printing. Hier oben ist dieser Printer Name Pattern. Ja, also Prozent Printername vor Prozent Username Prozent bei Parallels. Das kann ich hier freitextmäßig anpassen. Ich könnte hier auch schreiben, dann bei Stark Industries. Die Druckerumleitung soll auf allen Servern in der Site hier auch funktionieren. Printer Drivers allow redirection of printers using by any driver. Ich könnte das hier auch eingrenzen. Nur folgende Treiber redirecten oder folgende nicht redirecten. Und ganz wichtig, Thema Fonts Managements. Transfer Fonts ist hier defaultmäßig angehakt. Wir müssen uns ja vorstellen, ich habe vielleicht eine Applikation auf dem Terminal-Server. Nennen wir sie Word. Und jetzt habe ich meine ganzen Business-Briefe, die habe ich halt in einer eigenen besonderen Schriftart. Diese Schriftart hat der User aber vielleicht nicht auf so seinem lokalen Endgerät. Da wir ja durch den universellen Druckertreiber, durch den RDP-Kanal den Druck an den Client übergeben, muss ich natürlich auch die passende Schriftart mitgeben. Und genau das passiert hier auch vollautomatisiert. Also entsprechend fehlende Schriftarten werden auf den Client transportiert, sodass Drucken hier also möglich ist. Und damit wir das nochmal kurz sehen, starte ich doch hier mal kurz eine Applikation auf meinem Mac, Systemeinstellungen, Drucker und Scanner. Ja, die Drucker heißen bei mir ein bisschen komisch. Wir finden hier einen Drucker, der heißt in der Tat Conny und Timo. Der steht bei uns auf der ersten Etage. Unten wohnen meine Eltern, zwei Generationen Haushalt und deren Drucker heißt halt Ulrike und Horst. Damit unsere Kinder dank Homeschooling während der Corona-Geschichte auf ihren iPads auch den richtigen Drucker erwischen,
haben wir die so benannt. Lange Rede kurz, ich schmück mich ja immer viel zu sehr aus. Auf meinem Mac ist dieser Drucker installiert. Ich öffne jetzt einfach mal ein WordPad, was ja von meinem Parallels Terminal Server jetzt gleich geöffnet werden sollte. So, sage drucken und sehe nichts. Klasse. Was habe ich denn hier konfiguriert? Microsoft Print. Da habe ich doch irgendwas falsch gemacht. Print. Moment, würde ich wetten, ich habe eine Richtlinie gebaut, die mir das Drucken verbietet. Nein. Policy. Nö, ich darf. Gut, warum der Drucker jetzt nicht auftaucht? Ah, es hat nur gedauert. Da kommt Conny und Timo vor Tom bei Parallels. Da sind meine ganzen Drucker. Und irgendwo da hinten gibt es auch den Horst-Drucker. Genau, Ulrike und Horst. So, und dann kann ich hier entsprechend anfangen zu drucken. Mache ich mal gerade Print. Da kam es kurz hoch. Inzwischen müsste das an meinem Mac angekommen sein und neben mir rattert es. So, das ist das Drucken über Parallels. Zurück hierher. Universal Printing. Soweit denke ich mal klar. Universal Scanning. Drucken nur rückwärts. VIA und WENG-kompatible Scanner werden dann entsprechend hier oben mit dem Scannernamen vor Tom bei Parallels in der Remote-Applikation dargestellt. Soll heißen, wenn ich jetzt also einen Scanner angeschlossen hätte, was ich nicht habe, könnte ich die Windows-Bild- und Faxanzeige, diese, ne, Bild- und Faxanzeige-Applikation starten und dann einen Scan anstoßen. Administration. Reporting. Hier sieht man es auch schon. In meiner lokalen Umgebung habe ich die RAS Performance Monitor aktiviert. Und das funktioniert wunderbar bei mir in der Umgebung. Den Performance Monitor habe ich auf Server 1 quasi als zentralen Server installiert. Und er lauscht auf dem Port 8086. Das bedeutet, wenn ich hier auf den Reiter Monitoring klicke, sollte er mir meinen schicken Grafana-Graphen, den ich, wie eben gesagt, manuell als MSI-Datei installieren muss, den zeigt er mir jetzt in der Konsole an. Und Sie sehen, bei mir in der Umgebung ist anscheinend richtig was los. Hier hat es nämlich verschiedene Farben, weil jede Farbe eine unterschiedliche Maschine repräsentiert. So ist hier zum Beispiel meine Windows 10-Maschine in Rot dargestellt. Blau, was ist hier blau? Meine VDI 01, unser Klon, der die ganze Zeit gelaufen ist. Und ja, verschiedenste Systeme. CPU. Session Information. Hier war anscheinend mal jemand angemeldet. Auf Server 2. Ja, das war mit Sicherheit der Tom. CPU Usage. Free Memory. Auch das in verschiedensten Farben. Auf allen Servern. Ach so, ich habe natürlich die Möglichkeit hier oben. Hosts, könnte ich sagen, ich möchte auch wirklich nur den Server 2 angezeigt bekommen. So, der ist jetzt hier grün visualisiert, ne? All. Alles klar, ich will alles. So, Network Usage, System Information, was ist eigentlich da? Ach, krass. Okay. So. RAS Gateway Information. Hier sehe ich, wer zu welchen Zeiten sich auf welches Gateway am meisten verbindet, von welchem Client, ob RDP, ob UDP, ob Wise Client, Parallels Client und. Das wird mir hier entsprechend dargestellt. Nur mal in den letzten 6 Stunden. Neuer Graph, natürlich, der beginnt auch erst pünktlich um 10 Uhr, kurz nach 10, als ich heute meine erste Demo gegeben habe.
und läuft hier weiter durch. Reporting ist ja bei mir, wie eben gesagt, nicht konfiguriert. Please configure RAS Reporting from here. Ich klicke mal auf hier. Und somit müsste ich das hier erstmal enablen und einen SQL-Server installieren, den Port angeben, den User angeben und dann kann ich hier auf Test Connection klicken. Ganz interessant ist dieser Information-Tab hier noch. Da sind wir jetzt neulich auch vom Produktmanagement gefragt werden, ob wir das überhaupt brauchen, ob das die Kunden benutzen. Ich sage, weiß ich nicht, aber ich finde es eigentlich immer sehr gut, weil hier drin sehe ich in der Tat alle Parameter. Ich sehe sämtliche Maschinen, die meiner Farm angehören. Ich kann das hier entsprechend exportieren, ne? Copy to Clipboard. Sehe, wie viele Sessions gerade laufen. RAS SSL Connections, Höchstanzahl war hier bei mir in der Umgebung mal 4. Weiter unten sehe ich alle Informationen zu meinen Gästen. Ich kann hier drin auch suchen. Schade ist, dass es hier oben keine Lupe zum Finden hat, aber ein Control F liefert mir, was ich suche. SRV2 beispielsweise. Next. Und dann highlightet er mir auch tatsächlich hier in diesem Feld, was ich brauche. Also für Troubleshooting-Zwecke, um zu gucken, kann ich mein Gateway 2 runterfahren? Wie viele aktive Connections hält mein Gateway 2 gerade? Das kann ich hier tatsächlich raus identifizieren. Was haben wir hier unten noch? License. Hier sehe ich meine entsprechende Lizenzierung. Bis wann die dann läuft, Gott sei Dank noch bis zum 30.05.22. Und das heißt, ich muss hier erstmal nichts weiteres tun. Device Manager, hier sehe ich sämtliche Geräte, die sich mal mit meiner Maschine hier oder mit meiner Umgebung verbunden haben. Connection, hier habe ich die Möglichkeit, Smart Card oder webbasierte Sammel Authentication zu definieren. Standardmäßig erlauben wir alle getrusteten Active Directory Domains. Ich könnte aber auch sagen, nee, User dürfen sich nur aus einer ganz bestimmten AD-Domäne anmelden, nämlich meine Ressourcendomäne. Dann kann ich hier auf Specific gehen und die Domäne quasi browsen. Smartcard ist klar. Session Idle Time, nach wie vielen Minuten Inaktivität soll sich eine Session automatisch abmelden. Multifaktor-Authentifizierung. Wir gehen einfach mal durch, auch wenn das der TP, der Advanced-Kurs ist. Dann nur, dass Sie es gesehen haben, hier habe ich die Möglichkeit, einen zweiten Faktor zu konfigurieren. Der Azure Authenticator, Duo, FortiAuthenticator, TechNet, Radius, DeepNet oder der Google Authenticator. SAML Authentication wird hier gemacht. Das heißt, hier connecte ich mich an meinen Third-Party oder externen Identity-Provider, sowas wie Okta oder Office 365. Wenn ich dann hier meinen Tenant hinterlege, können sich User mit ihrem Office 365-Logon auf einem Terminal-Server oder einer VDI anmelden. Okay. Allowed Devices. Dieser Haken hier oben ist tückisch. Allow only clients with the latest security patches. Wenn Sie eine ältere Umgebung haben, vor 18.0, dann ist dieser Haken nicht gesetzt per Default. Wenn Sie also solche Kunden haben, und dann kann man ja davon ausgehen, dass die auch Parallels-Clients vor 18.0 betreiben, noch immer, und Sie ein Update machen, dann gucken Sie bitte, dass dieser Haken auch wieder rauskommt. Ansonsten kann sich keiner mehr anmelden auf der gesamten Umgebung. Es ist wirklich nur ein gut gemeinter Rat und Tipp an der Stelle. Denn hiermit natürlich kann man sich nur mit einer passenden 18er-Version mit dem letzten Security-Patch an dieser RAS-Farm anmelden. Ja, und wie gesagt, wenn ich eine Bestandsfarm habe, mache da ein In-Place-Upgrade, könnte ich mich damit aussperren. So, wir schauen nochmal zurück.
Session 5, RAS Additional Features. Nicht, dass ich hier schon was vorgenommen habe. Neue Seite Version 18.0 ist die Integration von FSLogic Profile Container. Was ist das? Also, ich sag mal so, Roaming Profile war vorgestern. Macht noch nicht mehr. Da habe ich einen Netzwerk-Share, da wird das gesamte Benutzerprofil beim Anmelden an einer VM oder an einem Terminal-Server von dem Share auf diese Maschine kopiert und beim Abmelden wird es wieder auf den Share transferiert. Wir wissen alle, wie groß heute Windows-Profile sind. Das geht mit der Outlook OST und PST-Datei los. Die ist Gigabyte groß und nicht nur das, es ist noch viel mehr. Also, vorgestern. Dann hat Microsoft eine Technologie entwickelt, nannte sich UPD, die User Profile Disk. Von der Technologie super. Wir gehen davon aus, wir haben wieder unseren Netzwerk-Share. Da lege ich aber nicht die einzelnen Dateien drauf, sondern da lege ich nur eine VHD, eine virtuelle Festplatte hin. So, und dann musste ich Microsofts Entwicklung UPD auf dem Windows Terminal Server, auf dem Windows Server in den Computereinstellungen, das war also eine Richtlinie, eine lokale Richtlinie, aktivieren. Mehr Möglichkeiten hatte ich nicht. Ich konnte nur sagen, aktiviere UPD und da ist der Share, wo es liegt. Bedeutete, alles und jeder, der sich auf diesem Terminal Server angemeldet hat, kriegte eine UPD. Ich als Administrator, der auf 5, 6 Servern gleichzeitig angemeldet ist per RDP, der hat da schon ein Problem, weil diese Festplattendatei, diese VHD, die wird gemappt und ist somit im Zugriff. Die ist gelockt. Jetzt mache ich eine weitere Session auf. Selber User, der Admin TS. Und dann kriege ich da erstmal die Meldung, ich melde mich mit einem temporären Profil an, weil meine UPD, die ist ja gelockt. Klar, die hängt an der zuvor gestarteten Session. Und genau diese Problematik, ich will das nicht weiter ausführen, die habe ich durchgängig. FSLogic, die haben das Ganze verbessert. Das Grundprinzip ist dasselbe. Es gibt diese VHD-Datei, die wird beim Anmeldezeitpunkt gemappt, aber ich habe mehr Einstellmöglichkeiten. Das wird nicht per Computer Policy definiert, sondern ich kann das sehr schön über Group Policies an einen User hängen. Ich kann das an eine OU hängen. Das heißt, ich bin hier viel, viel flexibler. Und da uns das sehr gut gefällt, haben wir das halt in unsere Parallels-Konsole mit integriert. Das heißt, ich kann auf Terminal-Server-Ebene sagen, hier für diesen Terminal-Server möchte ich einen bestimmten FSLogic Profile Container Pfad benutzen, also ein separates Share ansprechen. Dann habe ich vielleicht eine andere Worker Group, da sind 5 Terminal Server drin, die den Desktop publizieren. Für diese Terminal Server Gruppe möchte ich auch einen FSLogic Profile Container Pfad angeben. Und dann habe ich hier noch meine Windows 10 basierten VDI Desktop Pools, die sollen auch einen UPD nutzen. Das heißt, hier sind wir sehr, sehr flexibel und können diese Einstellungen, wie eben aufgezählt, pro Terminal Server Host, pro Terminal Server Gruppe oder pro AUDI Template definieren. Wir gucken uns das gleich in der Konsole an. Es gibt hier nämlich diesen Reiter Additional Settings. Da finden sich dann alle FSLogics Parameter drin. Was ist noch neu in Version 18 und neuer? Der UX Evaluator und Advanced Session Details. Die haben wir uns eben schon ein paar Mal in meiner Konsole angeguckt. Das ist nämlich in der Tat neu. Es sind mehr als 25 neue Session Detail Metrics in unsere Datenbank in Parallels RAS aufgenommen worden. Die Klassiker, die wir früher hatten, Username, auf welchem Server, das ist klar, aber es ist mehr. Dann RDSH und VDI Distribution to Local Storage. Nicht all unsere Kunden sind halt Enterprise-Kunden. Soll heißen, nicht all unsere Kunden haben vielleicht ein vCenter, was an einem schicken Storage angebunden ist. Das kann ein Data Core sein oder was auch immer für eine Storage dahinter liegt, sondern haben vielleicht einfach 3 Hypervisor und nutzen darauf den lokalen Festplattenplatz. Jetzt haben wir hier eine Möglichkeit gegeben, unser VM-Template
von meiner Windows 7 VDI oder von meinem Terminal Server VDI zu distribuieren. Das heißt, es wird von dem einen Microsoft Hyper-V Server von der lokalen Festplatte auf den zweiten und dritten Hyper-V Server auf die dort lokalen Festplatten verteilt. Und das kann ich hier, wie im Screenshot angezeigt, kann ich das entsprechend steuern. Wie gesagt, für kleinere Kunden, die eben kein netzwerkbasiertes oder kein angehangenes Storage haben. Dann ist neu hinzugekommen, der eine oder andere kennt unser Admin-Portal, das Management-Portal, die Web-Oberfläche. Darüber habe ich jetzt auch die Möglichkeit, einzelne Applikationen zu publishen. Sie sehen es hier, es ist inzwischen schön und bunt geworden, dieses Management-Portal. Hier kann ich die meisten Dinge, die in der RAS-Konsole zu erledigen sind, ebenfalls über ein Webportal erledigen. Das ist sehr schick gemacht. Vor allen Dingen ist es auch mobile Endgerät auflösungstauglich. Ich könnte sogar von meinem iPhone aus mich an dieses Managementportal connecten und mal eine Applikation freigeben oder einen User berechtigen, auf eine Applikation zuzugreifen, wenn ich gerade keinen Laptop zur Hand habe. Und das liegt ganz einfach daran, dass es vom Design, vom Arbeiten her wirklich gut umgesetzt wurde. Accelerated File Retrieval. Auch hier, wer den älteren oder einen älteren vor RAS 18 Parallels Client genutzt hat, mit Folder oder mit Festplattenumleitung, also dass ich die lokale Festplatte meines Endgerätes in die Remote-Sitzung einreiche. Der hat vielleicht bemerkt, dass das Auflisten von großen Verzeichnissen sehr, sehr lange dauerte. Das haben wir optimiert. Hier wird ein entsprechender Cache im Hintergrund gefüllt und somit haben wir tatsächlich 90% Geschwindigkeitsvorteil erreicht, wenn es um dieses Auflisten von vielen kleinen Dateien in einem Verzeichnis geht. CPU Load Balancer Management. Wenn wir von Terminal-Servern sprechen oder Terminal-Server-Gruppen, dann wird ja auf jeder Terminal-Server-Gruppe ein Load Balancing gefahren. Das hat nichts mit dem Load Balancing von meinem Secure Client Gateway zu tun, also Stichwort HALB, ja, dieses Linux-basierte Gateway oder Linux-basierte Load Balancer, sondern hier ist es wirklich die Verteilung von User-Sessions auf meine dahinterliegenden Terminal-Server. So. Hier wird, und das ist ein großer, großer Pluspunkt von der Parallelslösung natürlich auch, verglichen mit reiner Microsoft Terminal Server Technologie. Microsoft verteilt die User Session einfach im Kreis. Es ist rotiert, ne? Ich habe fünf Server, fünf User. Am Ende wird auf jedem Server ein User angemeldet sein. Parallel betrachtet sich aber die CPU- und Arbeitsspeicherauslastung eines jeden Terminal Servers und berechnet einen Gesamtparameter, einen Gesamtwert, der die Last darstellt. Und so haben wir eben die Möglichkeit, ein faires und gutes CPU- und Arbeitsspeicherauslastung auf den Servern zu generieren. Mit Version 18 ist jetzt hier ein Tab hinzugekommen, der CPU Optimization heißt. Das heißt, hier kann ich einen Schwellwert anpassen, der sonst hardcoded war, wenn ich nämlich sage, die CPU-Usage ist über 25 oder mehr Prozent, dann soll überhaupt angefangen werden mit dieser Lastberechnung. Genauso, wenn die beispielsweise hier hardcoded über, ups, jetzt habe ich, wenn die hier hardcoded über 80% steigt und das war früher hardcoded, heute kann ich es anpassen, soll er einen weiteren Terminal-Server vielleicht hinzufügen oder mir eine Nachricht senden. Also all das kann ich hier entsprechend konfigurieren. Support for Apple iPad Multitasking. Slide-Over und Split-View sind jetzt hier auch möglich. Das heißt, ich habe beispielsweise die Möglichkeit, zwei über Parallels bereitgestellte Applikationen im Split-View anzeigen zu lassen auf meinem iPad.
Ja, und an der Stelle kann ich nur sagen, es gibt ein Follow-up von unserem Marketing, wo Sie eine E-Mail bekommen. Darin sind unsere Slide-Decks, die PDFs zu unseren Handbüchern und natürlich der Link zu dem Recording des heutigen Videos oder vielmehr des heutigen Meetings. Dann würde ich Sie vielleicht bitten, diesen Survey noch auszufüllen. Und wenn Sie Lust haben und Spaß daran haben, dann lade ich Sie natürlich auch ein auf unser Certification Exam. Das Ganze kommt vom Marketing zu Ihnen. Und dann bedanke ich mich in allen Sprachen. Wir gucken noch mal gerade auf meinen Server. Genau, da hatten wir jetzt eigentlich auch alles besprochen. Farm, VDI, die habe ich entfernt. Hier ist alles aus. Dann kann ich nämlich meinen Server runterfahren. Shutdown. So, ja, wie gesagt, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für reges Interesse, fürs Zuhören, für die ganze Zeit, 3 Stunden einem Online-Training zu folgen. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich kriege es im Moment noch nicht einmal geregelt, mich im Selbststudium mit irgendwelchen anderen Dingen zu beschäftigen. Alles, was hier über 1, 2 Stunden hinausgeht, da fehlt mir wirklich die Konzentration. Das liegt aber auch am Homeoffice und ich glaube, der Stress und den Druck, den wir alle gerade haben. Wahrscheinlich Corona-bedingt. So, also vielen Dank, auf Wiederhören.